détour, en me posant cette question, deux réponses ont émergé qui m'ont amené à scinder en deux ce petit corpus qui me semblait, au départ de mon analyse, homogène et cohérent. Alors, une partie, l'œuvre de Mathieu Pernaut, me semble répondre par ce processus d'invisibilité, par le recours au sac de couchage, etc., semble être une manière de rendre visible la politique d'invisibilisation, le drame de l'invisibilité que vivent les migrants. Je passe vite. De l'autre côté, les trois autres propositions artistiques semblent répondre à un autre objectif qui serait de rendre visible l'entre-deux qu'est l'expérience migratoire. En effet, pour ces artistes, et j'aimerais terminer sur cette hypothèse de l'entre-deux qui a été abordée de manière très pertinente hier par Adrien, qui nous présentait les jeunes pavillonnaires racisés, qui a employé cette expression « les entre-deux ». Et effectivement, au regard de ces œuvres, quand même, d'une radicalité visuelle déconcertante, face aux documents officiels, aux photos, aux pièces d'identité, face à l'objet témoin qui prédomine dans ces collections artistiques, on peut voir, non pas en opposition mais en complémentarité, cette esthétique de l'entrevoir qui joue sur l'entre, sur ce qui se passe entre les objets témoins, ce qui se passe entre les pièces d'identité. Et peut-être, de ce fait, faire apparaître une limite du principe même de la collection d'archives, de la collection de témoignages et de la collection d'objets pour témoigner de ce qu'est l'expérience migratoire comme expérience de l'entre-deux, de l'expérience du flou. L'acceptation, finalement, que l'histoire de la migration est aussi une histoire de perte de repères, de désorientation, d'indécision, vous parliez tout à l'heure d'identité plurielle, de fragilité des identités. Or, comment rendre compte, visuellement, comment représenter cet entre-deux, cet entre les langues, cet entre les identités, cet entre les territoires. C'est un vrai défi pour la représentation. Comment représenter l'entre-deux? Le musée s'y est collé, j'ai envie de dire, a relevé le défi en 2012 en proposant une exposition temporaire qui s'intitulait justement « J'ai deux amours ». En faisant référence à la célèbre chanson de Joséphine Baker, et en prenant le parti de dire, voilà, l'histoire de la migration, c'est difficile, c'est complexe, c'est entre deux. Donc, comment vit-on entre deux amours, entre deux identités, et comment cela se représente-t-il? Et bien justement, au bord du rien, par moment, au bord de l'invisible, dans un travail de construction, déconstruction identitaire. Et quand on parle de perte d'identité, il ne faut pas forcément y voir quelque chose de négatif. J'ai noté hier une expression, justement, dans la communication d'Adrien, qui portait le témoignage ici de Mounir, qui se disait être à la frontière. En termes de représentation, j'ai trouvé cette image extrêmement forte, de se dire, de se situer à la frontière. Et selon notre conception de la frontière, selon que l'on imagine cette frontière comme un mur séparateur ou au contraire comme une interface, cet entre les identités va être vécu soit de manière positive, soit comme un plus, soit comme une plus-value, c'est pas un bien joli mot, mais comme un enrichissement, ou au contraire, on peut se sentir frontiérisé, c'est-à-dire désarticulé, si la frontière est séparatrice. Petit exemple en référence qui me vient de David Collin, un ouvrage qui est paru récemment aux éditions Hippocampe, qui s'intitule « Vers les confins », où il décrit à travers une nouvelle qui s'appelle
train, wagon, enfin, j'ai plus le nom exact, mais où il rend visible avec des mots magnifiques cette expérience de la traversée, cette expérience de l'intervalle comme étant un enrichissement. Il parle de ce fait d'épiphanie, de présence épiphanique. Il me reste... Je conclue. en disant que peut-être une des solutions, pas une des solutions, mais une des possibilités de représentation, c'est sans doute de penser en termes de plusieurs régimes de mise en visibilité. Hier, quelqu'un dans la salle a fait référence, non, je crois que c'est vous-même, monsieur, à Édouard Glissant, avec le droit à l'invisibilité. Voilà, première peut-être modalité de pensée, régime de visibilité, de représentation dans cette invisibilité. Peut-être pour contrecarrer deux autres régimes de visibilité extrêmement déroutantes et problématiques qui seraient la surexposition médiatique d'une part, et si on se réfère dans un contexte plus historique, la surexposition expositionnaire qu'étaient les expositions coloniales. Voilà. Et peut-être qu'entre ces pôles, entre ces régimes de visibilité, on pourrait y glisser une esthétique de l'entrevoir, qui est celle que j'ai essayé de présenter aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup Sandrine Lecor pour cette interprétation de la collection d'art contemporain du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Donc je passe la parole à Verena Lorber. Frau Lorber, ich würde Sie bitten, ganz kurz sich vorzustellen. Vielen Dank. Ich bin Historikerin und Senior Scientist an der Universität Salzburg und Projektmitarbeiterin an der Universität Graz. Meine Forschungsschwerpunkte sind historische Migrationsforschung, Frauen- und Geschlechtergeschichte, Oral History und Regionalgeschichte. Und ich freue mich heute eben sehr, das Projekt vorzustellen und vielen Dank für die Einladung. Das hat ja alles nichts mit Migration zu tun. So lautet eben der Satz einer Museumsleiterin des Kammerhofmuseums in Bad Aussee in der Obersteiermark bei einer Führung durch die Dauerausstellung. Und eine Wahrnehmung, die eben nicht der Realität entspricht, aber die Tatsache widerspiegelt, dass Migration noch lange nicht im Museum angekommen ist. Im Folgenden werde ich das Projekt Diversität im Museum unter besonderer Berücksichtigung von Geschlecht und Migrationen zur Sichtbarmachung von Migrationsgeschichte im regionalen Kontext vorstellen. Einleitend möchte ich einen Überblick über das Projekt, die Zielsetzungen, die Herausforderungen, Vorgehensweise und Forschungsfragen geben und im zweiten Teil dann die einzelnen Projekte konkret vorstellen. Es ist im Rahmen der Konferenz ja schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass europäische Gesellschaften heterogen sind und Regionen seit Beginn der Menschheitsgeschichte von Zu-, Aus- und Weiterwanderungen geprägt waren. Die Grenzen zwischen Sesshaftigkeit und Mobilität waren stets fließend und auch die Formen und Motive von Migrationen vielfältig, die Menschen zur binnen- oder grenzüberschreitenden Migration veranlasst haben. Städte und Siedlungen entstanden und entwickelten sich eben vor allem durch Personen, die an diese Orte kamen und sich dort temporär oder dauerhaft ansiedelten. Und Migranten und Migrantinnen bringen dabei auch ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen, ihr Wissen, ihre Kulturen mit, wodurch sich Regionen auch fortlaufend verändern und weiterentwickeln. Nur drückt sich das eben nur sehr wenig in den nationalen Selbstbildern und Narrationen und noch viel seltener in den Institutionen zur Speicherung kollektiver Erinnerungen wie Museen oder Archiven aus. In Bezug jetzt auf Österreich, wie wir gestern auch schon gehört haben, fanden eben seit der Jahrtausendwende immer mehr Aktivitäten dahingehend statt und es kann eben ein Anstieg an temporären Ausstellungen zum Thema Migration auch festgestellt werden.
Dabei handelt es sich aber vor allem um temporäre, lokale und regionale Projekte, die nur einen sehr geringen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung Österreichs als Migrationsgesellschaft haben und kaum langfristige Spuren in den Museen und deren Sammlungen hinterlassen und die sich eben auch zumeist auf die jüngere Migrationsgeschichte beziehen. Und genau an diesem Punkt setzt jetzt unser Projekt an. Wir untersuchen die Repräsentation der gesellschaftlichen Vielfalt der Steiermark, ein österreichisches Bundesland an der Grenze zu Slowenien. Wir untersuchen eben an dem Bundesland an der Grenze zu Slowenien. Am Beispiel der Museen, wie man eben mit genderspezifischen Migrationsprozessen umgeht. Und Ziel ist es eben, die Migrationsgeschichten und die gelebte Diversität in den Dauerausstellungen jetzt als Normalität einzuschreiben. Und dabei sollen eben Objekte sowie Narrative von Migranten, Migrantinnen berücksichtigt werden, die eben bislang in den Museen marginalisiert bzw. auch unterrepräsentiert waren und damit eben im kollektiven Gedächtnis nicht aufscheinen. Und es geht eben darum, Migration als Querschnitt in den Museen dauerhaft zu verankern. Und dabei gilt es eben nicht nur jetzt Angehörige der Zuwanderer, Zuwanderinnengruppen zu erreichen, sondern eben auch jene der steirischen Aufnahmegesellschaft. Und die Herausforderung, die wir uns gestellt haben, ist, dass das Projekt nicht in der Landeshauptstadt Graz stattfindet, wo das Thema durchaus schon in den Museen präsent ist, sondern in steirischen Kleinstädten und ländlichen Regionen, wo die Geschichte von Migrationen eben kaum präsent ist oder vielfach eben auch als Ergebnis von Globalisierungsprozessen wahrgenommen wird und auch eine gewisse Skepsis gegenüber Migranten und Migrantinnen besteht. Und es handelt sich dabei um ein Forschungsprojekt des Instituts für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz. Und das Projekt hat Ende 2015 gestartet und läuft jetzt im Sommer 2018 aus. Zur praktischen Umsetzung des Projektes. Als Projektpartner, Partnerinnen konnten wir 6 steirische Museen gewinnen, die eben bereit waren, ihre Dauerausstellungen und Sammlungen jetzt in Bezug auf Migration zu sichten und das Thema in ihre Ausstellungen mit einzubeziehen. Und unsere Projektpartner sind das Kammerhofmuseum in Bad Aussee, das Museum im Alten Rathaus in Eisenerz, das Stadtmuseum Bruck an der Mur, das Museum im Schmidhirselhammer der Marktgemeinde Ligist, das Museum im Tabor in Feldbach und das Museum im Alten Zeughaus in Bad Radkersburg. In einem ersten Schritt ist es jetzt einmal darum gegangen, die Sammlungen und Dauerausstellungen gemeinsam mit den Museumsteams zu sichten, denn die Ausstellungen verfügen eben über eine sehr starke Aussagekraft. Sie spiegeln gesellschaftliche und politische Bilder wider und erlauben auch einen Blick auf die Selbstwahrnehmung von Gemeinschaften zu werfen. Und aus diesem Grund waren folgende Forschungsfragen für uns relevant. Wer erzählt die Geschichte oder die Geschichten aus welcher Perspektive? Welche Erzählungen sind im Museum sichtbar? Und vor allem, wer hat eben das Recht, dauerhaft Eingang in die Erinnerungskultur zu finden und wer wird davon ausgeschlossen? Und dabei wird eben deutlich, wie die jeweils gesellschaftlichen Akteure, Akteurinnen in der Zeit mit Zugehörigkeit, Identität, Diversität umgehen und eben auch definieren, welche Objekte und Narrationen Eingang ins Museum finden. Und das bezieht sich eben jetzt sowohl auf das, was als Geschichte der Region ausgestellt wird, als auch auf das, was Eingang in die Sammlung findet. Als nächster Schritt erfolgte eben eine Sensibilisierung für das Thema Migration und es gestaltete sich eben in manchen Fällen einfacher wie in anderen, aber generell waren jetzt unsere Kooperationspartner, Partnerinnen dem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber und eben auch bereit, unterschiedliche Perspektiven und historische Erzählungen in ihren Museen quasi zuzulassen und eben auch Spuren jetzt in den Blick zu nehmen, die bisher eben ausgeklammert worden sind.
Wir haben uns dazu entschlossen, für die Vermittlung von Migrationsgeschichte, Geschichten in den Regionen, diese in Verbindung mit biografischen Elementen darzustellen. Und wenn die Möglichkeit bestanden hat, haben wir mit der Siedlungsgeschichte begonnen und eben versucht, einen Querschnitt über Migrationsbewegungen und Formen bis ins 20. Jahrhundert zu geben. Es wird dabei aber kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, sondern unser Ziel war es, anhand von Menschen, Technologien, Ideen sowie materiellen Kulturgütern einen Bezug zur Migrationsgeschichte der Region auch herzustellen. Es geht eben dabei darum, einen neuen Blick auf Altbekanntes zu werfen und vor allem sichtbar zu machen, dass Migrationen immer Teil unserer Geschichte waren. Und unsere Arbeit bestand in der historischen Forschung und Erarbeitung der Ausstellungsinhalte. Nach bzw. eben auch parallel zu unseren Recherchen haben wir dann in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Museumsteams 6 unterschiedliche Ausstellungskonzepte erarbeitet, die jetzt eben immer auf die Bedürfnisse der einzelnen Museen abgestimmt waren, sprich auf die Räumlichkeiten, finanziellen und auch personellen Ressourcen abgestimmt gewesen sind. Hinsichtlich der Eröffnung der Projekte haben wir eben auch ganz unterschiedliche Zugänge gewählt. Das war eben vom einen der Präsentation im Rahmen der Langen Nacht der Museen bis hin zu einer Matinee am Sonntag. Und schließlich sollten ja auch die Museen einen Mehrwert von unserem Projekt haben. Und Ziel war es natürlich, dass man eine breitere Bevölkerungsschicht dadurch anspricht und dadurch eben auch einfach mehr Personen ins Museum holt und vor allem eben Personen, die am Thema auch interessiert sind. Und dazu haben wir ein ausführliches Begleitprogramm auch erstellt. Das heißt, neben den Eröffnungsveranstaltungen haben wir auch Vorträge, Ausstellungsrundgänge, Gespräche durchgeführt und eben auch in regionalen Medien publiziert. Und zudem wollen wir jetzt auch über das Projekt hinausreichend Erzählcafés organisieren, sowie eben weitere museumspädagogische Aktivitäten. Natürlich gab es eben auch Herausforderungen bei dem Projekt. Diese Herausforderungen lassen sich generell auf 3 Faktoren zusammenführen. Und das war eben der Faktor Zeit, Faktor Geld und Faktor Politik. Und das heißt, beim Faktor Zeit ist es eben darum gegangen, dass manche Museen durchaus durch ehrenamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen betreut wurden. Das heißt, da herrschte einfach ein anderer Zeitrhythmus, an den man sich anpassen musste. Zudem gab es in einzelnen Museen auch längere Schließzeiten, beispielsweise über Wintermonate. Und da mussten wir unsere Aktivitäten auch mit dem Jahresprogramm abschließen. Das heißt, das Zeitfenster für Aktivitäten war dadurch relativ gering. Beim Faktor Geld, die Umsetzungskosten der Konzepte mussten die Museen selbst tragen. Wir konnten im Rahmen des Projektes eben nur die Konzeptentwicklung und wissenschaftliche Recherche und die inhaltliche Umsetzung gewährleisten. Und dadurch hat sich es natürlich auch ergeben, dass jetzt größer geplante Aktivitäten im kleineren Umfang nur umgesetzt werden konnten, beziehungsweise wir eben zusätzliche Fördermittel beantragen mussten. Und zum Faktor Politik, die Ausstellungsprojekte sind eben auch immer abhängig von der Kommunalpolitik, was wir in einem Fall relativ deutlich gespürt haben. Wir haben ein Konzept mit dem Museumsverein erarbeitet, allerdings wurde das Projekt dann von politischer Seite nicht unterstützt und das heißt, es ist bei der Konzepterarbeitung geblieben. Wir hoffen aber dennoch, dass wir es umsetzen können. Im Folgenden möchte ich jetzt die Ausstellungsprojekte im Einzelnen vorstellen und zur Orientierung zu den Folien. Es wird immer auf den Folien das jeweilige Museum, also die Homepage, das Museumsgebäude und eben ein Einblick in die Ausstellung zu sehen sein und teilweise dann eben auch Fotos zu den Projektergebnissen. Im Kammerhofmuseum in Badersee konnten wir die Regionalgeschichte als Querschnittsmaterie in der gesamten Tower-Ausstellung integrieren. Und die eingangs zitierte Museumsleiterin, das hat ja alles nichts mit Migration zu tun, konnten wir in zahlreichen Gesprächen eigentlich vom Gegenteil überzeugen.
Und spannend war ihm, dass sehr viele Ausstellungsobjekte auch als Beispiele für regionale Migrationsgeschichte gelesen werden konnten. Wie jetzt Technologien der Salzgewinnung, landwirtschaftliche Innovationen oder auch Modelle von Villen im Schweizer Haus Baustil. Und die Region hat sich eben ganz stark durch Migration von Menschen, aber auch durch Technologien und Know-how entwickelt. In der Dauerausstellung sind gewählte Objekte durch ein Logo, was man in der Mitte der Folie sieht, gekennzeichnet. Und die Bedeutung für die Migrationsgeschichte kann eben in einem Ausstellungsbegleitheft nachgelesen werden. Und zusätzlich wurde eben ein neuer Ausstellungsrundgang konzipiert und die Präsentation dieser neuen Lesart der Ausstellung findet in einer Sonntagsmatinee jetzt im Juni 2018 statt. Im Museum im Alten Rathaus in Eisenerz wurde eben die Ein- und Auswanderungsgeschichte von Eisenerzer und Eisenerzerinnen im Laufe der Geschichte anhand von einzelner Personen erzählt und ihre Migrationswege auf einer Weltkarte veranschaulicht, sowie eben auch in einem Begleitheft, wie Sie auf dem rechten Bild sehen können, dokumentiert. Und zum Beispiel sind wir in unserer Forschung auf Francesco Torini gestoßen, einem italienischen Baumeister aus Turin, und sein Name taucht ihm erstmals 1580 in Eisenerz auf. Und die Museumsbesucher, Besucherinnen werden eben auch dazu eingeladen, ihre persönlichen Migrationserfahrungen in einem aufliegenden Buch einzutragen und die Weltkarte auch um ihre eigene Migrationsgeschichte zu erweitern. Somit findet eben auch eine Möglichkeit der Beteiligung statt und können neue Erzählungen Eingang in die Erinnerungskultur der Region finden. Die Ausstellung ist im Mai 2017 im Rahmen der jährlichen Saisoneröffnung präsentiert worden und ist bis dato von der Bevölkerung auch sehr gut aufgenommen worden. Im Stadtmuseum in Bruck an der Mur ist Migration schon länger ein Thema, allerdings immer nur in Form von Sonderausstellungen. Und aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der Museumsleiterin ein Konzept der Chronologie der Zu- und Abwanderung quer durch die Jahrhunderte entwickelt, um die bestehende Zeitleiste, die man unten links im Bild sieht, zu erweitern. Und die Chronologie der Brucker Stadtgeschichte wird in vier Ausstellungstafeln fix in der Dauerausstellung integriert sein. Und das Layout der Tafeln sehen Sie unten rechts. Und diese befinden sich eben gerade im Druck und werden in 2 Wochen auch eröffnet. Das Museum der Marktgemeinde Ligist, das wurde eigentlich erst in den letzten Jahren von Bewohner, Bewohnerinnen Ligist ehrenamtlich neu aufgestellt. Und gemeinsam mit den Kuratoren, Kuratorinnen konnten wir die Ausstellungssammlung oder die Sammlung unter dem Aspekt der Migration neu betrachten. Und der Fokus dabei lag auf Arbeitsmigrationen und die neu entdeckten Objekte aus der Sammlung, wie unter anderem ein Wanderbuch eines Schmieds, der im 19. Jahrhundert als Wandergeselle in ganz Österreich unterwegs war. Die werden in einer eigenen Vitrine in dem Raum, den Sie rechts sehen, mit Ende Juni ausgestellt werden. Und zusätzlich haben wir einen Workshop für Schulen konzipiert und hoffen eben dadurch auch das Museum etwas zu beleben. Das Konzept für das Museum im Tabor im Feldbach ist eben ausgearbeitet, aber wie bereits erwähnt, konnte es aufgrund politischer Spannungen nicht umgesetzt werden. Wir haben aber dieses Museum als Kooperationspartner ursprünglich gewählt, da es im 2013 schon eine Sonderausstellung zum Thema Migration gab und es aufgrund der Themenvielfalt und Größe, man beachte, das Museum besteht aus 20 Ausstellungsräumen, eine besondere Herausforderung auch darstellte. Es war geplant, die regionale Migrationsgeschichte durch Ausstellungsstücke aus dem Depot zu ergänzen. So sollte beispielsweise die Geschichte der Museumsgründerin Leopoldine Thaler, die 1915 in New York geboren wurde und Ende der 1930er Jahre mit ihrer Familie nach Feldbach remigrierte, anhand vorhandener Ansichtskarten und Fotos auch dargestellt werden.
Und hier wollten wir mittels QR-Codes in der Ausstellung eben auf die Migrationsgeschichte verweisen. Zudem war geplant, die Interviews, die für die Sonderausstellung 2013 geführt worden sind, durch weitere Video-Interviews zu ergänzen und eben in Form einer Multimedia-Station zu zeigen. Wir hoffen aber dennoch, dass wir dieses Konzept irgendwann umsetzen können. Das letzte Museum, das ist das Stadtmuseum Radkersburg. Und hier konnten wir gemeinsam mit dem Museumsteam einen Film, einen Dokumentarfilm, Woher, Wohin, Warum, Migrationsgeschichten aus Bad Radkersburg umsetzen. Und am Foto rechts oben sehen Sie eben die Einladung zur Präsentation, die eben im Rahmen der Langen Nacht im Oktober 2017 stattgefunden hat. Und der Film, der stellt eben die Lebensgeschichten oder die im Film dargestellten Lebensgeschichten bieten eben einen vielfältigen Einblick in die Geschichte der Zu-, Ab- und Weiterwanderungen in einer Grenzregion in Bad Radkersburg. Und in 7 Einzelinterviews werden die Lebensgeschichten von Menschen erzählt, die eben eng mit dem Leben der Stadt verbunden sind. Und wir haben eben darauf geachtet, dass die Personen eben ganz unterschiedliche Migrationsformen und Motive eben aufweisen. Der Bogen spannt sich dabei von Zwangsvertreibungen während des Zweiten Weltkriegs, Arbeitsmigration in den 1970er Jahren bis hin zu Fluchtmigration in den 1990er Jahren oder aktuell eben auch aus Syrien. Oder, was wir auch noch spannend gefunden haben, eine andere Form der Migration, eine Retirement Migration aus Deutschland. Und wie Sie jetzt auf der Folie unten rechts sehen, das ist Friedrich Gabriel Schillerwetz, einer unserer Interviewpartner. Und er ist eben als Kind mit seiner Familie nach dem Zweiten Weltkrieg als Angehöriger der deutschsprachigen Minderheit nach Radkersburg geflogen, ist dann in den 1960er Jahren nach Australien migriert, in den 1980er Jahren aus beruflichen Gründen nach Südafrika, wo er heute auch noch lebt. Und beim Dokumentarfilm werden jetzt die Lebensgeschichten mittels Digital Storytelling in Verbindung mit historischen Ansichten, Fotos und Dokumenten eben verbunden. Aus finanziellen Gründen konnten wir jetzt einmal alle Video-Interviews führen und ein Modul fertigstellen, welches mittlerweile in der Dauerausstellung zu sehen ist. Wir haben jetzt aber Zusatzförderungen bekommen, das heißt, die restlichen Module werden im Laufe des Jahres noch fertiggestellt. Zusammenfassend oder abschließend können wir bis dato ein sehr positives Resümee ziehen. Wir konnten in den beteiligten Museen erreichen, Migration durchaus als Querschnittsmaterie in den jeweiligen Dauerausstellungen einzuschreiben. Und dadurch wird gesellschaftliche Diversität erstmals in diesen Regionen dauerhaft auch sichtbar. Und in den Museen ist auch die Bereitschaft, neue Perspektiven und Narrationen zuzulassen und neue Aspekte der Regionalgeschichte aufzugreifen und aufzustellen, im Laufe des Projektes auch immer mehr gestiegen. Und auch die Teilnehmer, Teilnehmerinnen an unseren Veranstaltungen waren am Thema interessiert und auch bereit, sich mit der Migrationsgeschichte der Herkunftsregion oder ihrer Herkunftsregion auseinanderzusetzen. Und es sind dadurch durchaus auch neue Besucher, Besucherinnen ins Museum gekommen. Und durch das Projekt fanden jetzt eben auch neue aktuelle Forschungsergebnisse Eingang in die Museen. Und zum anderen hatten wir als Wissenschaftlerinnen eben auch die Möglichkeit, diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und gleichzeitig neue interessante Präsentationsformen zu wählen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Lorber, für die Vorstellung Ihres Projektes, das kurz vor dem Abschluss steht. Die drei Vorträge haben aus meiner Sicht, um sie zusammenzubinden, Licht geworfen, einerseits auf Repräsentationen in Form von Erzählungen, von Narrativen, auf das, was man im Französischen ist, reiche ich mal in die französische Sprache aus, mise en visibilité, aber auch mise en audibilité, würde ich sagen, und mise en invisibilité und vielleicht auch mise en tangibilité. Also ich würde da sozusagen im Sinne der Sinne weiterdenken wollen, also nicht bei dem Sichtbarmachen, bei der Sichtbarkeit stehen bleiben wollen, sondern gerne auch dazu einladen, darüber nachzudenken.
aber jetzt Ihnen das Wort lassen und selbst nicht die wertvolle Zeit der Diskussion stehlen. Donc, vous avez, je donne la parole à la salle. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Un temps de réflexion. Oui. En fait, ça ne va pas être une vraie question parce que c'était tellement clair. En fait, les échos entre les différentes communications sont manifestes. Tout particulièrement manifeste l'écho entre les entre-deux, et c'était formidable qu'on puisse à nouveau reparler des entre-deux, alors que précisément la terminologie a été questionnée hier sur son opportunité ou pas. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on a le droit de parler d'entre-deux? Ben moi je pense qu'on a le droit de parler d'entre-deux. La corrélation ou la correspondance plutôt entre les entre-deux que vous avez évoqués, Sandrine, à nouveau, à travers l'art contemporain, et les fragments d'identité qu'a évoqué Francesco, c'était vraiment tout à fait patent. Et alors, donc, je n'ai pas de questions, parce que c'était tellement clair. En revanche, il me semble que tous les trois, vous pouvez peut-être dialoguer, là, maintenant, je ne sais pas, Sandrine et puis Verena, par exemple. Est-ce que, Sandrine, ma question, elle est quand même là, Sandrine, est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez de ce type de projet tel que ça a été si bien développé par Verena Lorber? Qu'est-ce que ça éveille en vous par rapport précisément à une collection d'art contemporain dont l'objectif est différent et dont les méthodologies et les modalités sont profondément différentes? Voilà ma question. Donc ma question, elle s'adresse à vous, Verena, et puis à vous, Sandrine, et peut-être Verena pourra-t-elle faire écho. Et pour ce qui est des fragments d'identité, enfin, je suis sûre que vous avez à dialoguer tous les trois. Encore. Alors effectivement, alors il y a un point qui ressort, mais que j'ai pas mis en exergue, mais sur lequel vous avez pointé, c'est systématiquement la politisation, l'importance. Les enjeux politiques et l'appui ou le non-appui politique qui rend ces projets de mise en visibilité possibles ou impossibles. Ce qui ressort à mon avis de ces deux jours, c'est ça, particulièrement, vous l'avez mis en avant, dans le cadre de l'histoire de la cité, donc du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Petite anecdote, le musée donc, qui a ouvert ses portes en 2003 n'a absolument pas été inauguré officiellement. Il a été inauguré de nombreuses années après parce qu'au moment de l'inauguration, forcément, les tendances politiques avaient changé. Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, ne portait absolument plus ce projet. Le projet a quand même survécu à cette non-inauguration, non-officialisation. Mais on voit que dans certains cas, comme vous l'avez montré très bien, les initiatives ne peuvent jamais aboutir. Donc voilà, moi c'est vraiment sous l'aspect politique et aussi sous-jacent, mais j'en ai un peu parlé, mais pour l'instant j'y vois pas clair. Enfin, j'y réfléchis depuis hier, mais bon, on est là aussi pour réfléchir. Donc cette question de la politique, de la frontière, du mot frontière, sans lequel, à mon avis, on ne peut pas penser les représentations de l'histoire de l'immigration. Voilà. Selon la conception qu'on va mettre en avant de la frontière ou pas, il me semble que c'est un mot-clé, un concept pivot. Mais bon, voilà, j'y vois pas encore assez clair. Und das war eben genau bei unserem Projekt eines der Hauptherausforderungen, weil es natürlich den theoretischen Anspruch gibt, wie man Dinge umsetzen sollte
Und das Problem ist, man ist dann aber konfrontiert mit Heimatmuseen in Regionen, die eben keine Finanzierung haben, die teilweise ehrenamtlich betrieben werden. Wie geht man dann damit um? Welche Möglichkeiten kann man empfinden, dass man Konzepte entwickelt, die eben finanziell kaum etwas kosten, einfach umzusetzen sind, aber dennoch irgendwo auch Forschungsansprüchen genügen? Also das war irgendwie die Zerreißprobe, die wir einfach gehabt haben. Und natürlich von politischer Seite, es hat immer Unterstützung gegeben, bis auf in diesem einen Fall. Aber sobald die Museen oder eben die dafür Zuständigen im Kulturbereich gehört haben, dass wir nur unsere Forschungsleistung finanzieren können, aber dann die Produktionskosten nicht. Also das war dann relativ herausfordernd, auch diese 6 Museen zu finden, die dann unterm Strich auch mitarbeiten wollten. Eigentlich ganz kurz. Das waren jetzt eigentlich unterschiedliche Formen, wie man Migration ins Museum bringt. Also mich hat eigentlich die künstlerische oder ästhetische Form besonders fasziniert. Kann man was sagen, wie Besucher das aufnehmen? Weil Migration findet ja auch in einer differenzierten Gesellschaft statt. Wer versteht sowas? Also wer versteht sozusagen die normale, ich sag mal museumsmäßig normale, wir zeigen ein Video, wir machen eine Textbildtafel, und wer versteht Kunst? Wie kommt das bei den Besuchern an? Gibt es da Aussagen zu allen drei Formen? Vielen Dank. Alors non, je n'ai pas de retour, je n'ai pas porté mon étude sur le public ou les visiteurs, quel type de public et quel type de réaction. Néanmoins, le distinguo entre... c'est pas forcément le même public qui vient voir le musée et son exposition permanente qui s'intitule Repère, et le même public qui vient voir les expositions temporaires qui font preuve peut-être d'un peu plus de défi ou d'audace dans le choix de montrer et de comment montrer. Dans l'exposition Repère, tout est très, je vais employer un vilain mot, mais pédagogique. L'idée, alors, avec les scénographes, ça fait partie du projet. Chaque salle est introduite par ce qu'ils appellent une table de repères. Ça fait vraiment partie, depuis le tout début du projet, l'idée était de proposer une table de repères spécifique à chaque salle, grande table avec plein de documentation, d'interprétation de ces documents, frise, mise en perspective, chronologie. Donc voilà, un aspect très très pédagogique, et de ce fait, les œuvres d'art qui sont jointes, qui jouxtent ces éléments, n'apparaissent pas comme complètement inaccessibles. Ça fonctionne, on va dire. Dans les expositions temporaires, comme par exemple J'ai deux amours que j'ai cité, là, on est perdu, mais tant mieux. tant mieux de proposer un regard qui ne donne pas de solution, qui ne donne pas de repères, mais qui permet de se perdre et aussi de rendre compte que l'expérience de la migration n'est pas une résolution, n'est pas quelque chose qui est résolu, mais l'expérience migratoire est un processus de construction, de déconstruction et de reconstruction. Et si les œuvres d'art, de par leur complexité et leur non-intelligibilité, permettent de sentir ou de faire sentir, vous parliez, Gwenola, hier, de représentation sensible. Eh bien voilà, on est peut-être dans une approche qui n'est pas du tout illustrative, qui va désorienter, tant mieux. Ja, herzlichen Dank für das spannende Panel und die spannenden Beiträge. Ich könnte jetzt irre lange über diese Kunst reden, aber ich hätte eigentlich eine Frage für Herrn Federici, weil ich das eine total interessante Geschichte fand. Also Frankreich stellt Italien aus.
Wobei es irre, also fast irritierend ist, dass man offensichtlich den Franzosen erklären kann, dass eigentlich die Italiener Frankreich erfunden haben. Aber gut, das also überrascht mich nur. Aber wenn wir über Ausstellung von Migration reden, dann geht es ja eben meistens um marginalisierte Gruppen, die eben keine Stimme bisher in der Gesellschaft haben. Das heißt, dann stellt sich eben auch immer die Frage, ja, die eine zentrale ist, inwieweit werden die eben selbst eingebunden und in diese werden gehört und können auch dann sich dazu positionieren, wie sie dargestellt werden oder nicht. Und das ist eben bei marginalisierten Gruppen eben begrenzt. Wenn jetzt aber Frankreich die Franzosen gewissermaßen Italiener ausstellen, dann geht es also um einen engen Partner in der EU. Und es gibt natürlich große Kulturinstitutionen, italienische, die auch in Frankreich präsent sind und die eigene Arbeit machen und die an der Repräsentation Italiens interessiert sind und so weiter. Also im Worst-Case-Fall könnte eine Darstellung der Italiener durch Franzosen ja zu großen diplomatischen Verwicklungen führen, weil man sich völlig missverstanden fühlt und die dann gleich eingreifen. Ja. Also mich interessiert nur, ist das irgendwie, merkt man das irgendwie in dieser Ausstellung, also entweder bei den Rahmenbedingungen, in dem eben auch vielleicht italienische Kulturinstitutionen oder Player wirklich eingebunden worden sind, oder machen sich eben wirklich die Franzosen einfach ein Bild von den Italienern? Und die Italiener nehmen das hin, oder gab es vielleicht auch Kommentare aus Italien dazu, wie gewissermaßen das Bild der Italiener in Frankreich ist, oder ist es den Italienern wiederum wurscht gewesen? Also das finde ich irgendwie eine ganz spannende Konstellation, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, oder ob man das an diesem Ausstellungsprojekt ablesen kann überhaupt auch. Alors, merci pour la question. Oui, j'ai eu des retours, dans le sens que il y a eu des Italiens, surtout des Italiens qui ont migré en France. J'ai un retour très personnel. Mon oncle a migré en France il y a 50 ans. Et il est allé, il habite en France, totalement intégré, devenu presque totalement français, disons. Il est arrivé dans une époque où l'intégration était importante. Donc, il a vu l'exposition et il était choqué du fait de ne pouvoir pas voir la difficulté des Italiens qui sont arrivés en France. Alors, il avait une partie, à vrai dire, il avait une partie dédiée à les difficultés, au parcours, aux grands événements négatifs de l'immigration italienne en France, mais c'était surtout une exposition construite sur des histoires de succès et des histoires d'intégration. Des histoires des Italiens qui ont fait la France, qui ont aidé à construire la France, qui ont changé la France en positif du point de vue culturel. Mais il n'y avait pas la partie personnelle, la partie des difficultés, simplement. Donc j'ai ces retours-là. Alors, du point de vue général, au moins deux des commissaires de l'exposition ont une culture, une connaissance de la culture italienne, surtout sur les points de vue de l'histoire de l'art, histoire du cinéma. Donc cette partie-là était bien représentée. Mais ce que je pense que l'exposition n'a pas bien montré, c'est la question des difficultés. Ça, oui. Merci bien. Ma question s'adresse surtout aux deux premiers intervenants. Et effectivement, je vais parler aussi du Musée national de l'histoire de l'immigration, mais dans mon papier, c'est mentionné 2008 comme le moment de l'ouverture de l'exposition permanente. Peut-être ma confusion est due à la faute des fautes d'ouverture cérémonielle plutôt que ça. Quand je regarde les images, je suis d'accord avec votre interprétation. Il n'y a pas tellement de visibilité. Il n'y a aucune évidence de quelque chose de spécifique. Mais je me demande quand même, en tant que tel, est-ce qu'il y a une œuvre d'art, est-ce qu'il y a un objet que vous allez juger particulièrement apte pour montrer la migration? Et la même question je pose pour la deuxième présentation. On a vu une représentation très stéréotypique, n'est-ce pas? Les objets typiquement italiens. Et bon, ça, c'est un peu... Bon, ça n'est pas au niveau de notre réflexion, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pouvez présenter une alternative, une autre version de présenter le même sujet, le même problème, la même,
le même lien transnational avec des objets qui sont plus appropriés à cette tâche-là. Une autre approche, alors me vient à l'idée une œuvre donc, qui fait partie de la collection de Bouchra Khalili, qui est une artiste franco-marocaine et qui propose un travail complètement différent qui consiste à intégrer dans son dispositif le parcours réel de huit personnes qu'elle a rencontré. Son dispositif est constitué de deux parties. Une première partie vidéo où elle laisse complètement la parole et l'image à ces personnes qui, à l'aide de cartes, vont, alors c'est cadré de manière à ce qu'on voit leurs mains, montrent le déplacement en pointant chacune des escales, des villes clés, des parcours, des allées et des retours. C'est la première partie de son dispositif. Puis, deuxième partie du dispositif, elle a, de ses cartes, retiré tous les éléments spatio-temporels et n'a gardé que les lignes, les trajectoires. Et donc, elle appelle cette deuxième partie constellation. Donc, je pense qu'il y a une manière, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a un objet ou un type d'œuvre d'art qui peut signifier, symboliser, montrer, représenter la migration? Non. Mais il y a une grosse tendance en art contemporain qui consiste à dire relayons, donnons la parole, donnons la main, redonnons parole et visibilité aux personnes directement concernées. Voilà. Par exemple, je pense à Mathieu Pernaud, dont j'ai montré une série photographique. Mathieu Pernaud est actuellement en résidence artistique au Collège de France à Paris. C'est la première fois en fait, que le Collège de France organise une résidence artistique. Et actuellement, enfin, il y reste pendant un an, le travail consiste à faire venir des migrants à les faire réellement venir et intervenir dans le processus. Donc, s'il y a une réponse peut-être à donner, l'œuvre ou le type d'œuvre qui représenterait le mieux, mais c'est celle qui, tout simplement, donne la parole aux personnes concernées. Oui, je suis d'accord dans le sens que c'est difficile à trouver des objets. Quand on a des objets dans des expositions, les objets sont importants parce que peuvent montrer les trajets, peuvent montrer les difficultés de l'intégration. Mais je pense que c'est difficile de se concentrer sur les objets, seulement sur les objets. L'exposition parisienne, Ciao Italia, avait ces problèmes-là. Il y avait pas mal de retrouvailles, il y avait pas mal d'objets, qui parfois étaient très intéressants, hein, mais ça manquait de ça, de la possibilité de donner la parole aux personnes qui, aux personnes simples, pas que des personnes des succès, pas des entrepreneurs, pas des acteurs. Oui. Ouais. Je voudrais juste rajouter une pensée en fait qui m'est venue en écoutant enfin la question de Monsieur Han et votre réponse en fait, un stéréotype aussi qui est reproduit d'après mes recherches et que je retrouve dans votre intervention, qui est reproduit régulièrement sur les Italiens, c'est des bribes d'Italiens qui a connu Ciao Italia. Vous regardez les articles de presse dans les années 50-60, il y a toujours des morceaux, des bribes de l'Italien quand on parle des Italiens. Ça, et puis on retrouve ça des fois dans les œuvres scientifiques aussi, dans l'intitulation des livres, mais c'est, je trouve que ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout le long quand on parle des Italiens. Donc des fois l'orthographe n'est pas bonne, donc il faut vérifier. Enfin, mais donc ça montre que la personne, ceux qui citent, enfin qui utilisent ces bribes, ne parlent pas l'italien forcément. Mais je trouve ça aussi intéressant de voir cette continuité quand on parle des Italiens. Des Italiens entre guillemets. Donc merci beaucoup pour, enfin à vous tous les trois intervenants. Merci à la salle.
Nous avons donc une pause de café pour 30 minutes. Non, de jusqu'à 11 heures, hein, non 15 minutes 15, ah, ok, donc 30 minutes jusqu'à 11 heures. On reprend à 11 heures, en fait. Oui, j'ai vérifié, oui. On reprend à 11 heures, oui. Okay, herzlich willkommen zurück zum zweiten Panel des Vormittags, das ich moderieren darf. Freue mich sehr darauf, auf die drei Beiträge. Und wir setzen gewissermaßen immer noch die Session fort, die sich mit den, wie wir das genannt haben, Infrastrukturen des kollektiven Gedächtnisses beschäftigt. Der erste Vortrag ist von Felix Wiedemann, Migration und Erzählung, Wanderungsnarrative in der Geschichtsschreibung um 1900. Also wir gehen hier zeitlich auch noch mal ein bisschen zurück, was vielleicht ganz hilfreich ist für unseren Blick auf diese Zusammenhänge. Felix Wiedemann ist aus Berlin zu uns gekommen. Er hat neuere Geschichte, Politik, Wissenschaft und Philosophie in Düsseldorf und dann in Berlin studiert, ist 2006 promoviert worden und hat eben in einem großen Forschungsprojekt sich mit Wanderungsnarrativen in den Wissenschaften vom alten Orient 1870 bis 1930 beschäftigt. Und ich glaube, man darf erwähnen, dass der Kollege Wiedemann vor zwei Tagen sein Habil-Kolloquium an der FU in Berlin bestanden hat. Das ist einen Applaus wert. Genau. Deshalb ist er etwas später zur Tagung gekommen, verständlich. Ich darf dich um den Vortrag bitten, wie immer 20 Minuten und wir diskutieren dann am Schluss alle zusammen. Du musst bitte ein Mikro nehmen. Ist das schon an? Ja, es funktioniert. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank, Dirk, für die nette Einführung. Und wie Sie schon gehört haben, geht es bei mir, nachdem wir viel über Museen gehört haben, sozusagen um eine andere Repräsentationsform von Migrationen, nämlich um die Geschichtsschreibung. Und das, was diese beiden Elemente aber doch wohl auch verbindet, wir haben viel auch von Erzählungen und von Narrativen heute Vormittag oder heute Morgen gehört. Und das gilt auch für die Geschichtsschreibung. Denn grundlegend kann man sagen, dass Geschichtsschreibung Erzählung ist. Was das aber für deren Wahrheitsansprüche bedeutet und worin etwa die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Dichtung, zur Poetik bestehen, darüber wird bereits seit der Antike kontrovers diskutiert. Mal nämlich verstanden sich die Historiker und Historikerinnen in einem sehr emphatischen Sinne als Erzähler oder als Dichter und orientierten sich auch an den entsprechenden poetischen Idealen. Auf der anderen Seite aber gab es vor allem im 20. Jahrhundert viele Historiker und Historikerinnen, die sich an den Naturwissenschaften orientieren wollten und sich von der scheinbar vorwissenschaftlichen Darstellungsform der Erzählung zu verabschieden wünschten. Aber selbst bei solchen Darstellungen, die man als nomothetische Historiografie bezeichnen könnte, selbst dabei handelt es sich doch formal weitgehend immer um Erzählungen. Denn selbst wenn Sie es bestreiten mögen, Historikerinnen und Historiker kommen gar nicht umhin, auf die Erzählung als Textgattung zurückzugreifen. Einer sehr allgemeinen Definition zufolge nämlich fallen alle Repräsentationen des Nacheinander, also des zeitlichen Wandels, in den Bereich der Narration. Darüber hinaus gibt es auch gewichtige Argumente dafür, dass die Erzählung bereits bei der Erzeugung, also bei der Generierung von historischem Wissen, eine konstitutive Rolle spielt. Etwa also in dem Sinne, dass schon die kognitive Konstruktion einer zusammenhängenden und kontinuierlichen Vergangenheit narrativen Mustern folgt. In diesem Sinn also kommt die Form der Erzählung nicht erst bei der retrospektiven Reflexion durch die Geschichtsschreiber ins Spiel, sondern bereits bei der individuellen Verarbeitung vergangenen Geschehens. Hierfür stellen Migrationen natürlich ein hervorragendes Beispiel dar. Das haben wir ja auch schon gehört. Die soziologische und psychologische Migrationsforschung hat denn auch nicht erst im Zuge der jüngsten Ereignisse in Europa auf die entscheidende Bedeutung des Erzählens bei der Darstellung
von Migration hingewiesen. Es ist nämlich erst die narrative Repräsentation, die es erlaubt, einen auf der individuellen oder kollektiven Ebene besonders disparat oder sinnlos erscheinendes Geschehen, wie etwa eine Flucht oder ein Umherirren, als eine mehr oder zielgerichtete Wanderung zu erfassen und umzudeuten, sozusagen. Der französische Philosoph Paul Ricoeur sprach in diesem Zusammenhang einmal ganz eindrücklich davon, dass es die Erzählung vermag, die wilde Kontingenz der Erfahrung in eine geregelte Kontingenz zu verwandeln. Jede Migrationserzählung verknüpft dabei natürlich verschiedene Elemente miteinander. Figuren oder Handlungsträger, wie ich sie nennen würde, bewegen sich von einem Ausgangsraum in einen Zielraum und durchkreuzen dabei einen Zwischenraum oder einen Durchgangsraum. Und alles, was diesen Figuren oder diesen Charakteren in diesen Erzählungen, was sie dabei unterwegs erleben, was sich ereignet, das kann sinnvoll in die Erzählung eingebunden werden. Und genau wegen dieser Syntheseleistung rührt auch eine besonders hohe narrative Attraktivität des Themas. Das lässt sich etwa daran erkennen, dass Erzählungen im Grunde genommen seit der Antike zu den besonders beliebten Gegenständen fiktionaler wie auch nicht fiktionaler Erzählungen gehören. Sie kennen das aus der Mythologie, aus der Bibel. Migration ist ein immer wiederkehrendes Topos. Dabei bilden natürlich, wie alle Erzählungen, Migrationserzählungen nicht einfach irgendein Geschehen ab, wie ein Foto, sondern vielmehr greifen wir immer bei jeder narrativen Darstellung auf spezifische Erzählmuster, Plots oder eben, wie ich sie bezeichnen würde, Narrative zurück, die das Geschehen ordnen und ihm einen Sinn verleihen. Sie kennen vielleicht aus der Historiografie die Diskussion um das Werk von dem jüngst leider verschorbenen amerikanischen Historiker Hayden White. Der hat es sehr aufgezeigt, für wie Historiker und Historikerinnen immer auf bestimmte Erzählschemata zurückgreifen, um der Vergangenheit einen Sinn zu verleihen und um ein bestimmtes Deutungsschema der Vergangenheit zu unterlegen. Und das gilt natürlich genauso auch für die historiografischen Darstellungen von Migrationen. Und in diesem Sinne möchte ich exemplarisch im Folgenden drei sogenannte Wanderungsnarrative skizzieren, wie sie sich idealtypisch in der Geschichtsschreibung in Europa im 19. und frühen 20. Jahrhundert unterscheiden lassen. Dabei werde ich mich vornehmlich der Darstellung sogenannter Völkerwanderungen zuwenden, also nicht der Wanderung von Individuen, ganz einfach deswegen, weil sich die Historiografie in dieser Zeit tatsächlich vornehmlich für die Wanderung von Kollektiven, von Großgruppen, von Völkern, von sogenannten Rassen interessiert hat und weniger für die von Individuen. Dabei sind meine Beispiele vornehmlich aus dem Bereich der Altertumswissenschaften, aber wie noch zu zeigen sein wird, reflektieren sie dabei immer ganz deutlich das jeweils zeitgenössische, aktuelle Migrationsgeschehen. Denn keineswegs handelt es sich hier um eine einseitige Beziehung. Vielmehr stehen die Wahrnehmung und die Darstellung von Vergangenheit und Gegenwart immer in einem engen Wechselverhältnis zueinander. Also genau so wie wir die Vergangenheit im Spiegel der Gegenwart ordnen, so die Gegenwart im Spiegel der Vergangenheit. Für eine Epoche wie das 19. Jahrhundert, als sozusagen die Historie zur Leitwissenschaft avancierte, gilt das natürlich in einem ganz besonderen Maße, dass man immer mit diesen historischen Beispielen parat war. Und genau diese Reziprozität findet dann auch ihre Entsprechung auf der Ebene der Erzählmuster. So weisen alle drei Muster, die ich im Folgenden kurz skizzieren will, zwar als Erzählmuster eine bis in die Antike zurückreichende Geschichte auf, aber ihre wissenschaftliche Evidenz sozusagen verdanken sie dabei immer bestimmten Kontexten in ihrer Zeit. Nun möchte ich zum ersten Narrativ kommen, das ich als Gründungsnarrativ bezeichnen möchte. Dabei geht es um die grundlegende Erschließung oder um die ursprüngliche Aneignung eines Raums für die menschliche Kultur. Das Grundmuster, sondern der Grundplot lässt sich einfach folgendermaßen zusammenfassen. Eine Gruppe, also meistens ein Volk, wandert in einen Raum ein, wobei durch die Erschließung und Aneignung gleichsam etwas Neues initiiert wird.
Erst auf diese Weise nämlich transformiert sich sozusagen ein amorpher Naturraum in einen Kulturraum, den die vorherigen Bewohner und Bewohnerinnen dieser Deutungsart zufolge gar nicht zu schaffen imstande gewesen seien. Die Einwanderung des Handlungsträgers, also des Volkes, wird also als ein intentionaler und fundierender Akt erzählt und steht immer am Anfang der Geschichte eines Landes, einer Kultur oder eines Volkes. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert spielten Erzählungen dieses Musters vor allem bei der Erklärung der Entstehung der menschlichen Kultur oder Zivilisation überhaupt eine große Rolle. Exemplarisch möchte ich hier mal ein Zitat vorlesen von dem Historiker Walter Götz, der das in der Einleitung des ersten Bandes der Propyläen Weltgeschichte schrieb mit dem schönen Titel, also der Gesamtband trägt den Titel, Das Erwachen der Menschheit. Da beschreibt er also folgenden fundamentalen Zusammenhang von Migration und Kulturgenese. Zitat: Überall scheinen es neue, zugewanderte Völker zu sein, die im vorderen Orient, in China und Indien die ältesten Mittelpunkte höherer Kultur geschaffen haben. Der vordere Orient ist ein Beispiel dafür. Von keinem seiner Völker weiß man, woher es stammt und wie es in die neuen Wohnsitze gekommen ist. Nur, dass sie nicht ursprünglich dort sesshaft gewesen waren, wo sie sich nun dauerhaft festsetzen, darf mit Sicherheit behauptet werden. Aber woher kamen sie und was für Völkerfamilien gehörten sie an? Konkrete Beispiele für diese Art von Historiografie findet man um 1900 in Hülle und Fülle. Ich verweise etwa auf die Genese oder wie das die Entstehung der ersten mutmaßlichen Zivilisation der Menschheit im antiken Mesopotamien, also in Babylonien, erzählt worden ist. Die glaubte man also auf die aus der Bibel sattsam bekannten geheimnisvollen Chaldäer zurückführen zu können, die da irgendwann als Kulturgründer eingewandert seien. Und später glaubte man sie mit den Sumerern identifizieren zu können. Ein anderes Beispiel ist die Darstellung der Gründung der altägyptischen Kultur, die man lange Zeit auf die Einwanderung sogenannter hamitischer Völker aus Asien zurückführte, die auch noch weiß gewesen seien. Das war natürlich um 1900 besonders wichtig. Und für die europäische Geschichte spielte natürlich Griechenland, der Aufstieg Griechenlands, eine ganz zentrale Rolle. Und das glaubte man in Zusammenhang bringen zu können mit der Einwanderung sogenannter indoeuropäischer Dora nach Griechenland. So, hier. Bereits an diesen Beispielen zeigt sich natürlich, wie sehr das Gründungsnarrativ immer mit zeitgenössischen Rassenspekulationen verbunden war. Hier gehört dann auch der sogenannte arische Mythos hinein. In einem ganz wörtlichen Sinne, denn Mythos heißt ja nichts anderes als Erzählung, handelt es sich beim arischen Mythos nämlich um eine Migrationserzählung. Eine Erzählung, die also davon handelt, wie sich die Indogermanen oder sogenannten Arier als Herren- oder Kriegervölker über die Welt verbreitet haben und überall Reiche und Kulturen gründeten. Es ist zwar nicht das Thema meines heutigen Vortrages, aber es ließe sich zeigen, dass das Rollenmuster des heroischen Kriegervolkes für die Attraktivität der sogenannten Arier um 1900 eine ganz wesentliche Rolle spielte. Auch im Zentrum des Geschichtsbildes der sogenannten völkischen Bewegung und des Nationalsozialismus stand diese Vorstellung der wandernden nordischen Kulturgründer immer im Zentrum, entgegen der Klischeevorstellung vom Blut und Boden. Demnach, wie man es auch hier sieht, aus einem ganz bekannten, auch immer noch erhältlichen Geschichtsbuch, nämlich Putzkers historischem Schulatlas, kann man es hier kartografisch sehen, wie man sich vorstellte, wie alle Kulturen der Welt angeblich von der nordischen Rasse gegründet worden seien. Will man nun aber verstehen, warum solche doch eher unterkomplex anmutenden Erzählungen gerade zu dieser Zeit eine höhere historische und eben nicht nur erzählerische Glaubwürdigkeit hatten, so ist in erster Linie natürlich auf den Kolonialismus und Nationalismus zu verweisen. Denn diese Gründungsgeschichten lassen sich nur unschwer als Aneignungsgeschichten lesen. Im Zentrum steht immer die Konstitution eines nationalen Territoriums oder etwa die Legitimation einer kolonialen Besitznahme eines bestimmten Raumes.
die kulturbringenden Sumere etwa oder die erobernden Indogermanen der Vorzeit taugten aus diesem Grund als Identifikationsfiguren, genau deswegen halt, weil man sich selbst als Zivilisationsbringer oder als Herrschaftsgründer in der kolonialen Welt der Gegenwart imaginierte. Komme ich zum zweiten Narrativ, dem sogenannten Untergangsnarrativ. Das ist sozusagen das negative Gegenstück der Gründungsgeschichte. Diese Darstellungen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass Niedergänge oder das scheinbar plötzliche Verschwinden von reichen Zivilisationen oder Nationen auf die Einwanderung externer Invasoren oder sogenannter Barbaren zurückgeführt werden. Es handelt sich hier zwar gleichermaßen um Aneignungsgeschichten, der Aneignung eignet hier jedoch keine Legitimität. In narrativer Hinsicht verhalten sich Gründungs- und Eroberungsgeschichten gewissermaßen komplementär zueinander. Denn genauso wie der Akt der Gründung den Anfang markiert, so immer die Eroberung das Ende. Selbstverständlich stellt das bekannteste historiografische Beispiel hierfür die spätantike Völkerwanderung dar, die man ja auch als einzige mit dem Singular sozusagen so bezeichnet, die Völkerwanderung. Tatsächlich erfreute sich dieser Gegenstand in der europäischen Historiografie um 1900 ganz besonderer Beliebtheit. Hielt man es dabei im deutschsprachigen Raum oft mit den germanischen sogenannten Barbaren, mit denen man sich identifizierte, so rührte die besondere Evidenz der Geschichte des von äußeren Horden überrannten römischen Weltreiches wohl daher, dass sie verbreitete Untergangs- und Dekadenzängste reflektierte, wie sie um 1900 besonders verbreitet waren. Eine zentrale Rolle spielten dabei aber natürlich immer aktuelle, rezente Diskussionen um das zeitgenössische Migrationsgeschehen. Für den deutschsprachigen Raum ist hier natürlich besonders auf eine sich zunehmend nationalistisch, rassistisch und antisemitisch aufladende Agitation gegen die Einwanderung osteuropäischer, insbesondere jüdischer Migranten und Migrantinnen zu verweisen. Vor dem Hintergrund der durch den Ersten Weltkrieg und den ihm folgenden Revolutionen und Bürgerkriegen ausgelösten massiven Fluchtbewegungen der frühen 20er Jahre spielten Referenzen auf die Epoche der Völkerwanderung, aber auch für die entstehende, kann man sagen, sozialwissenschaftliche Migrationsforschung eine wichtige Rolle. Neben Franz Oppenheimer, einer der Gründungsväter der Soziologie im deutschsprachigen Raum, ist hier etwa auf die aus Russland nach Deutschland geflüchteten Gebrüder Alexander und Eugen Kulischer zu verweisen. Die publizierten 1932 eine Abhandlung mit dem Titel Kriegs- und Wanderzüge, Weltgeschichte als Völkerwanderung. Und dabei handelt es sich auch im Wesentlichen um eine universalhistorische Darstellung aus migrationsgeschichtlicher Perspektive, die im Wesentlichen diesem Untergangsnarrativ folgt. Entsprechend endet das Buch auch mit einer pessimistischen Warnung an die Gegenwart, in der von sozusagen der Auflösung der alten Welt ausgelöst durch Kriege und durch Revolutionen, durch Fluchtbewegungen gewarnt wird. Und der letzte Satz lautet entsprechend, Zitat, die hier erst in den allgemeinen Umrissen gegebene Lehre von den Völkerbewegungen enthält eine Warnung und Mahnung, von der wir nur hoffen können, dass sie nicht zu spät kommt. Zitat Ende. Ich komme nun zum dritten narrativen Muster. Das sind Mischungserzählungen. Das scheint mir besonders interessant, weil es auch dort relativ starke aktuelle Anknüpfungspunkte gibt und man es so nicht erwartet, dass diese Mischungserzählungen auch schon zu dieser Zeit sehr stark verbreitet waren. Mischungserzählungen suchten gewissermaßen sowohl die Gründungen als auch die Untergänge von Kulturen und Reichen zu erklären. Hier ist es also nicht die einmalige Einwanderung und Inbesitznahme eines Raums durch sogenannte Gründer, sondern die ständige Neueinwanderung und Vielfalt, die nun als Motor kultureller und gesellschaftlicher Entwicklung erscheint. Eduard Meyer etwa,
der zu den einflussreichsten deutschsprachigen Historikern seiner Zeit gehörte, schrieb in den Elementen der Anthropologie, die 1907 erschienen sind. Dort wies er nicht nur darauf hin, Zitat, dass alle Menschenrassen sich fortwährend mischen, sondern stellte auch einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Kultur, Entwicklung und Fortschritt und der sogenannten Rassenmischung her. Zitat, je höher die Kultur, desto stärker ist meist die Mischung. Reinheit des Blutes, Autochthonie, Fernhaltung der fremden Einflüsse ist so wenig ein Vorzug, dass vielmehr in der Regel ein Volk umso leistungsfähiger ist, je mehr fremde Einwirkungen es aufgenommen hat, es aufgenommen und zu einer inneren Einheit verschmolzen hat. Zitat Ende. Als Beispiele für die kulturelle Fruchtbarkeit solcher Einwanderungen und Mischungen verwiesen die Historiker um 1900 zumeist etwa auf Babylonien, also das alte Zweistromland, das ja auch schon in der Bibel als Hort der Sprach- und Völkervermischung erscheint. Andere Orte und Epochen solchen imperialen und kulturellen Glanzes waren etwa das Rom der Kaiserzeit oder auch das maurische Cordoba. Interessant ist aber besonders, wo man besonders den Zusammenhang von dieser erzählerischen Evidenz, dieser Mischungsgeschichte und dem zeitgenössischen Kontext erkennen kann, ist, dass in der Regel auch London und Großbritannien als Hort der Mischung dargestellt würde. Nicht durch Zufall, weil London natürlich die Metropole des aktuellsten Weltreiches war. Und daher überrascht es auch nicht, dass das Mischungsnarrativ gerade bei englischen Historikern besonders verbreitet war, die im Übrigen ja auch die Geschichte ihrer eigenen Nation immer als eine Mischungsgeschichte erzählten. Also ne, von angelsächsischen Einwanderungen und dann kamen die Normannen, die Franzosen letztendlich und die Sprache spiegelt die Mischung wider. Und die Deutung war halt alle so, dass die Stärke unserer Nation beruht gerade darauf, dass wir so gemischt sind. Mal ein kurzes Beispiel vorlesen, wo auch diese historischen Referenzen deutlich werden von dem englischen Althistoriker George Rawlinson, der schreibt also 1862, Zitat, like the Romans in ancient and the English in modern Europe, they, the Babylonians, were a collectivo gentium omnium, a union of various races. It is now generally admitted that such races are among those which play the most distinguished part in the world's history and most vitally affect its progress. Zitat Ende. Ja, ich komme jetzt zum Ende. Es ist nämlich wichtig zu sehen, dass diese Art von Mischungserzählungen die darf man nicht zu positiv interpretieren, in dem Sinne, dass man jetzt sozusagen die schon als Vorspiel postmoderner oder postkolonialer Darstellungen vom Ende des 20. Jahrhunderts lesen kann. Denn die zentrale Frage, um die es dabei ging, war immer die nach den einzelnen Komponenten, wie sich das zusammensetzt. Also es gab immer wertvolle und weniger wertvolle Mischungen. Und das, woraus es ankam, war immer zu interpretieren, wie setzt sich die einzelnen Mischungen zusammen. Und ein zu viel an Einwanderung galt immer natürlich als besonders negativer Effekt. Und hier spielte vor allem die zeitgenössische Eugenik und sogenannte Rassenhygiene eine wichtige Rolle. Abschließend kann man natürlich auch für die anderen beiden Erzählmuster auf Kontinuitäten verweisen. Also die Suche nach sogenannten einwandernden Gründervölkern oder Ahnen hat in jüngster Zeit im Zuge der Renationalisierungstendenzen wieder erstaunliche Renaissancen erfahren. Und problematisch und höchst beunruhigend erscheint mir persönlich aber vor allem das Wiederaufleben von diesen Untergangserzählungen im Zuge der jüngsten sogenannten Flüchtlingskrise. Und das gilt auch für die akademische Geschichtsschreibung. Ich habe mir ein Beispiel rausgewählt von Alexander Demand, einem rechtskonservativen Historiker, der eindeutige Zusammenhänge zu erkennen glaubt zwischen der Situation des spätantiken Roms und der Europäischen Union im Moment. Und er warnt dabei vor einer verfehlten Flüchtlingspolitik. Und das will hier immer heißen, eine zu liberale Migrationspolitik, die sozusagen unseren Untergang vorwegnehmen würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank für den spannenden Beitrag. Mir fällt gerade auf, dass wir auf diesem Panel jetzt nochmal idealtypisch durchgehen, was ich gestern früh versucht habe, Geschichtsschreibung, Archiv, Museum. Und wir kommen also damit von der Geschichtsschreibung jetzt zum Archiv. Und ich freue mich sehr, dass Jürgen Lotterer aus Stuttgart zu uns gekommen ist. Jürgen Lotterer ist in Bochum mit einer Arbeit zur frühneuzeitlichen Landesgeschichte promoviert worden und ist dann
über Umwege der Sportgeschichte im Archivdienst gelandet und ist jetzt seit 2014 Leiter des Sachgebiets nichtamtliche Überlieferung beim Stadtarchiv Stuttgart. Ich vermute, dass nichtamtliche Überlieferung eben auch viel migrationsrelevantes Material beinhaltet. Und sein Vortrag hat den Titel Stadtarchiv und moderne Migrationsgeschichte, Regionalität, migrantische Selbstorganisation. Das sind eben, nehme ich an, genau dann Unterlagen, die Sie in der nichtamtlichen Überlieferung finden, und der Cultural Broker im Prozess der lokalen Überlieferungsbildung. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, und ich glaube auch, das ist jetzt ein interessanter Dreiklang. Dieses Bild, Teil einer, ja, einer Wissensinfrastruktur zu sein, Infrastruktur des kollektiven Gedächtnisses, das gefällt mir persönlich sehr gut. Also das klingt so nach Straßenbahn, Kanalisation, irgendetwas, was da sein muss, was man haben muss einfach. Und ich denke auch Archivare, Archivarinnen, die ihren Beruf ernst nehmen, sollten sich ein Stück weit eben auch so verstehen, natürlich. Nein, nicht ein Stück weit, sondern das sollte im Zentrum stehen. Hm? Ihrer Arbeit, so auch bei uns hoffentlich. Und ich meine eben, dass wir auch bei so einem Thema wie Überlieferungs- und Gedächtnissicherung zur jüngeren Migrationsgeschichte eine Schlüsselfunktion haben. Ich möchte unsere Teilstruktur sozusagen dieses Gedächtnisses deswegen näher vorstellen und tue das naheliegenderweise am Beispiel des Stadtarchivs Stuttgart. Das wissen Sie wahrscheinlich zumindest über Stuttgart, dass wir uns da im Zentrum eines schon wichtigen, ja, und natürlich stark von moderner Migration geprägten industriellen Ballungsraumes in Deutschland befinden. Ich möchte darüber hinaus aber auch Beobachtungen aus der archivischen Fachwelt allgemein aufgreifen. Und mir scheint eben die Präsentation dieser Innensicht auch deswegen wichtig zu sein, weil, das glaube ich, kann ich in der Breite doch sagen, die Archive und auch die Kommunalarchive speziell vielleicht dann doch nicht unbedingt jetzt die intensivsten engagierten Agenten, zumindest in der Breite, auf diesem Feld der modernen Migrationsgeschichte gewesen sind bisher, oder wir gelten zumindest nicht so. Es hat Ende vergangenen Jahres auf dem 26. Fortbildungsseminar der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag, so heißt das, so eine Selbstorganisation bei uns, ein Fachgespräch gegeben. Da haben wir ausgehend dann, typisch irgendwie von der aktuellen Flüchtlingsdebatte, den Niederschlag in den Archiven zu dieser Thematik diskutiert, und man hat das dann aber, was ich vernünftig fand, sehr schnell ausgeweitet eben auf dieses breitere Thema moderne Migrationsgeschichte. Und der Teilnehmerkreis, den wir da dann hatten bei diesem Fachgespräch von ungefähr 40 Kolleginnen und Kollegen, hat zunächst mal doch gezeigt, dass also die Relevanz des Themas grundsätzlich angekommen ist und unstrittig ist fachlich. Kolleginnen und Kollegen nehmen diese Realität der deutschen Einwanderungsgesellschaft natürlich durchaus wahr, und sie sind vielleicht entgegen einem alten Klischee durchaus in der Regel wache Beobachter, Beobachterinnen ihrer unmittelbaren gesellschaftlichen Umgebung. Und die nehmen das genauso wahr, wie es in der öffentlichen Debatte eben auch wahrgenommen ist. Und diese archivische Realität, die dann beim fachlichen Austausch zutage trat, die hat zunächst mal auch auf eine Art eine beruhigende Komponente enthalten, vielleicht ein bisschen ein ist ja gestern schon angeklungen, dann auch ein kleiner, eine Reibung zu dem, wie es gestern auch in der Keynote dargestellt worden ist. Es gibt natürlich diese Probleme mit fehlender institutioneller Zuständigkeit, massive Überlieferungsverluste in Deutschland mit Sicherheit auch, aber andererseits kann man auf eine Art auch sagen, aus archivischer Sicht, man kann Migration nicht überliefern. Also Nasrin Saef, die hat unter anderem auch in Zusammenarbeit mit DOMIT da ein sehr verdienstvolles Dokumentationsprofil zum Thema erarbeitet, am Beispiel eines rheinischen Landkreises, die hat das so formuliert, ganz wichtiger archivfachlicher Pionierbeitrag zum Thema. Es ist einfach so, dass die Implikationen in der amtlichen Überlieferung, also wirklich behördliche Dokumente, die qua Gesetz im Archiv landen, die sind zu vielgestaltig, als dass da dieses Thema nicht irgendwie auch auftauchen könnte. Also die zugewanderten Menschen, die werden gemeldet, die werden erfasst, die gründen Gewerbe,
Natürlich werden Sie auch zu Empfängern öffentlicher Leistungen. Sie haben spezifische Bedürfnisse. Das geht von Unterbringung, Wohnungssuche bis hin zur Beschulung von Kindern. Und auf diese Art und Weise beschäftigen Sie natürlich die Verwaltung und die politischen Vertretungen. Es konstituieren sich dann hier im Bild irgendwann eben auch sowas wie Ausländerbeiräte und ähnliche Gremien. Und entsprechend kann man jetzt auch sagen, ist also konnten die amtlichen Bestände auch des Stadtarchivs Stuttgart in den letzten Jahren durchaus also für einige wichtige Studien, hoffe ich zumindest, eine gewisse Hilfe leisten. Also Frau Severin Barbouti ist ein Beispiel, die eben bei uns auch gearbeitet hat. Es gibt aber auch noch ein paar andere, in zwei Fällen übrigens interessanterweise Amerikaner, die sich eben dann auch über diese amtliche Überlieferung bei uns dem Thema, meine ich, ganz gut annähern konnten. Beunruhigend ist eigentlich was anderes, das ist die völlige Unterrepräsentation des Themas, ja eben in der sogenannten nicht amtlichen Überlieferung, that's us, also im engeren Sinn mein Sachgebiet, in den über Archive zugänglichen Unterlagen privater Herkunft, Personennachlässe, Familienarchive, Vereinsunterlagen, Firmenunterlagen, diese Dinge. Das erwähnte Hildesheimer Fachgespräch hat da zumindest also für die kleinen und mittleren Häuser praktisch eine vollständige Fehlanzeige ergeben. Es gab so einen fast schon lustigen Ausnahmefall, der zeugte von Problembewusstsein, dass also ein Kollege aus einer kleineren Stadt in Baden-Württemberg in einem verlassenen Gebäude die zurückgelassenen, offenbar aufgegebenen Unterlagen eines türkischen Kulturvereins gefunden hat und die dann mitgenommen hat, da demnächst auch ein Bestand daraus bilden wird und das sicherlich auch einer Verzeichnung und langfristig einer Auswertung dann zuführen wird. Aber dieser kuriose Einzelfall, der zeigt natürlich eher, dass eben genau keine planvolle Einwerbung stattfindet in der Regel. Und auch die größeren Kommunalarchive, wo ich uns auch dazu zählen würde, die eben im nichtamtlichen Bereich, auch im Sammlungsbereich gut profiliert sind, da finden sich persönliche Unterlagen von Menschen mit Migrationshintergrund im weitesten Sinne eben nur in Einzelfällen. Also beispielsweise, wenn Sie die Beständeübersicht des Stadtarchivs Mannheim durchschauen in dieser Beziehung, dann finden Sie da unter anderem den Vorlass des Linguisten, bekannten Mannheimer SPD-Politikers Pantelis Nikitopoulos, griechischer Herkunft, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, so heißt letztlich also in Teilen das Stadtarchiv in Frankfurt auch, gibt es den Nachlass des in Teheran geborenen, aber in Deutschland aufgewachsenen Verwaltungsfachmanns und Journalisten Keyvan Daesh, der sich vor allem für schwerbehinderte Menschen engagiert hat. Das ist so seine stadtgesellschaftliche Wichtigkeit gewesen. Aber das sind eben absolute Ausnahmen in Häusern, wo man sagen muss, dass sie also jeweils mehrere hundert Einzelnachlässe in ihren Beständen nachweisen. Das sind also eher die Großen. Und diese Leerstelle ist natürlich bedenklich, wenn Kommunalarchive tatsächlich also den Anspruch haben, in der Breite, also nein, es ist ein Faktum, in der Breite verwahren wir die größte Überlieferung an Unikaten, Primärquellen in der ganzen nationalen Informationsstruktur Deutschlands sozusagen. Also Landesarchiv Baden-Württemberg, ganz grob gesagt, das ist so ein Gesamtumfang in 6 Standorten mit 150 Regalkilometern. Das ist schon mal irgendwie ein riesiges Quellenreservoir. Wenn Sie da aber jetzt die 5 Großstädte und Großstadtarchive Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg und Reutlingen, 5, die ich jetzt ausgesucht habe, dagegen halten, das ist so gut ein Zehntel der baden-württembergischen Bevölkerung, was da repräsentiert wird, und die kommen zusammengenommen bereits mal auf einen Archivbestand von 40 Regalkilometern alleine. Ja. Also die kommunale Überlieferung in der Breite ist eigentlich so erstmal die größte Masse, die man hat. Und jenseits dieser mengenmäßigen Bedeutung gibt es natürlich dann im Kommunalen auch noch eine andersartige Qualität der Überlieferung. Die ist dichter, die ist immer lokal verankert und weist eben auch dann diesen relativ hohen nichtamtlichen Anteil auf. Auch wenn das in der Praxis natürlich dann sehr heterogen gehandhabt wird. Aber gerade die größeren Häuser haben eigentlich in der Regel, sage ich jetzt einmal, brauchbare bis gute Sach- und Personalausstattung und können, also wenn sie es denn wollen, jenseits der reinen Verwaltungsüberlieferung eben auch im nichtamtlichen und im Sammlungsbereich kontinuierlich arbeiten und aktiv sein. Und Sie müssen das auch tun, wenn Sie den Anspruch haben, Stadtgesellschaft in ihrer Totalität und in allen sozialen und eben auch ethnischen Facetten abbilden zu wollen.
Wir haben das in Stuttgart, glaube ich, insgesamt in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunächst mal nicht ohne Erfolg gemacht. Also unser Sammlungsbereich, das sind Fotografie, Gemälde und Grafik, Karten, Plakate, Drucksachen, ist für sich genommen groß, aber dazu eben, also jetzt eher praktisch die Provenienzüberlieferung, wie wir das nennen, das ist so in der Größenordnung ungefähr 600 Personennachlässe und Familienarchive, über 100 Vereinsarchive. Also das ist schon erstmal recht breit. Aber es zeigt sich eben, dass dieser Bestand trotz jetzt eines relativ beeindruckenden äußeren Umfangs ohne eine aktive Überlieferungsbildung, also das bewusste Einwerben von Unterlagen, dann sich nur entlang einer ganz bestimmten etablierten Gesellschaftsstruktur entwickelt. Und das heißt also, es werden automatisch Exponenten, ich nenne es mal der alteingesessenen Stadtgesellschaft fokussiert, oder die bringen sich eben selber ins Gespräch. Und ein von Zuwanderung geprägtes Gesellschaftselement bleibt da chronisch unterrepräsentiert. Also die typischen Einlieferer sozusagen oder die typische Anbieterin oder Vermittlerin eines Personennachlasses oder sonstiger privater Unterlagen, das ist bei uns die Witwe eines einheimischen Architekten oder Bürgermeisters oder es ist der Vorsitzende eines bürgerlichen Vereins. Das ist der pensionierte Kunstakademie-Direktor oder es ist die Enkelin eines prominenten NS-Verfolgten und Stadtrates oder es ist der Mitbegründer der lokalen Radler-Initiative von vor 30 Jahren. Ja. Die Reihe, die ich jetzt aufgezählt habe, das ist keine Fantasie, sondern das ist praktisch, das sind genau die konkreten Fälle, die ich, bevor ich hier hergekommen bin, zuletzt auf dem Schreibtisch gehabt habe in dieser Reihenfolge. In den letzten Monaten. Typisch, vermutlich nicht nur für Stuttgart, ist da so ein Dualismus aus, ich sage jetzt mal, also ich bin Archivar, ich rede eher in so altfränkischen Begriffen, das merken Sie, Establishment und Alternativ-Establishment irgendwie. Also es gibt alteingesessene Familien und etablierte Institutionen, die sind aus Tradition geschichtsbewusst. Und dann gibt es andererseits politische Aktivisten und Initiativen, die blicken auch zurück, vielleicht in der Hoffnung auf nachweisbare gesellschaftliche Relevanz. Aber beiden Seiten ist die Institution des Archivs zunächst mal grundsätzlich bekannt. Und diese Form der passiven Überlieferungsbildung, dass wir einfach darauf warten, dass die praktisch kommen und sich ins Gespräch bringen, ist für Archive natürlich sehr bequem. Und wenn man bekannt ist und wenn man etabliert ist, funktioniert die auch von alleine und ist ertragreich. Also wir prüfen und bewerten dann solche Angebote oder Hinweise, genauso wie wir eben auch behördliche Überlieferung prüfen und bewerten. Und wenn man jetzt aber andererseits eine objektiv feststellbare Überlieferungslücke, eben etwa diese chronische Unterpräsenz von Menschen mit Migrationshintergrund in dieser jüngeren nichtamtlichen Überlieferung aktiv schließen will, dann muss man, und das ist eben personell und auch intellektuell wesentlich aufwendiger, das hat auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, eine aktive Überlieferungsbildung betreiben, dazu übergehen. Also potenzielle Archivbestände und die damit verbundenen Personen und Institutionen, die müssen erst ermittelt werden, die müssen kontaktiert werden, die müssen vom Vorhaben einer langfristigen Archivierung ihrer Unterlagen überzeugt werden, denen muss unsere Institution natürlich auch zunächst mal erklärt werden. Ich komme zurück auf diesen Austausch im Kollegenkreis. Das hat ergeben, dass die Archive in dieser Weise auf dem Feld der Migrationsgeschichte bisher selbstständig nicht sehr aktiv gewesen sind. Man muss anerkennen, dass es eher die Museen gewesen sind oder eben auch andere freie Initiativen, die dann im Zug von Bring-in-Aktionen und Ähnlichem zumindest von Aufrufen so einen Gegenakzent versucht haben zu setzen. Aber das folgt dann eben häufig eher musealen Kategorien, so nenne ich es mal. Also man fördert Einzeldokumente und Gegenstände als Erinnerungssymbole im Extremfall zutage. Die werden dann auch von einer Geschichte begleitet. Das ist absolut legitim. Es ist auch typisch, also in dieser Hinsicht der Ertrag, den Sie jetzt im neu eröffneten Stuttgarter Stadtmuseum besichtigen können. Das ist also eine räumlich allerdings sehr knapp gehaltene Dauerausstellung. Was da dann übrig bleibt, ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist also, das sind die Erinnerungen plus die Trikots von zwei prominenten Fußballspielern aus Stuttgart. Einige Sequenzen in den akustisch präsentierten Stadtgesprächen zum Thema Spracherwerb und Ausländerbeirat und dann eben noch ein Foto, das sozusagen das Ankommen von Arbeitsmigranten symbolisiert.
Das kann es natürlich nicht sein, wenn man jetzt also wirklich brauchbare, breite Quellenkorpora erstellen will. Anderer Weg sind natürlich dann solche Dinge wie die in den letzten Jahren etablierten Oral History Projekte. Machen manche Archive, beispielhaft das Stadtarchiv Nürnberg, die haben das sehr intensiv unternommen mit politischer Unterstützung und haben das eigentlich auch als eine Daueraufgabe etabliert, die darin besteht, die Erinnerungen aus unterschiedlichsten Gründen nach Nürnberg eingewanderter Menschen aus aller Welt zu sammeln und zu dokumentieren. Da bildet sich also eine hochwertvolle, aber eben auch bewusst geschaffene, gewissermaßen erzählte Überlieferung. Und jetzt, wie gesagt, wird es wieder so begrifflich alt hergebracht, im Sinne der Quellenkunde eine Tradition und eben kein Überrest. Ja. Ein handlungsfähiges oder also zumindest zwar einerseits handlungsfähig, aber andererseits auch nicht mit so umfangreichen Sondermitteln ausgestattetes Kommunalarchiv, das fachlich eben auch auf eine kontextualisierte, also in überpersonale Strukturen einzuordnete Überlieferung jenseits der Sammlung von Einzelstücken Wert legt, hat sich für uns dann eine andere Fachstrategie angeboten. Unser Weg ins Thema ist die bewusste Konzentration auf unterlagenprofilierte Organe der lokalen migrantischen Selbstorganisation, wobei sich die Auswahl pragmatisch aus den realisierbaren Kontakten und den vorhandenen Kompetenzen ergeben muss. Also in einer ersten Arbeitsphase haben wir in Kooperation mit dem damals noch im Aufbau befindlichen Stadtmuseum, die wollten das Thema mal größer machen vor einigen Jahren, als es jetzt letztlich geworden ist, so eine Vorermittlung durch eine szenekundige Historikerin in Auftrag gegeben. Resultat war dann insbesondere also die Einwerbung des kleinen, aber sehr aussagekräftigen Archivs des traditionsreichsten italienischen Sport- und Kulturvereins in Stuttgart, Arces y Corsari, ursprünglich Fußballverein, was wir übernommen haben. Weitere Unterlagen, beispielsweise des lokalen Circolo Argentino und einige jüngere Dokumente einer Arbeitsgemeinschaft von Lateinamerika-Vereinen sowie der Ashanti Union of Ghana. Wir haben darüber 2013 auf dem Südwestdeutschen Archivtag einen kleinen Zwischenbericht gegeben, der ist auch publiziert und kann nachgelesen werden. Die hohe Relevanz solcher Vereinsbestände, die eben auch unter anderem durch das Dokumentationsprofil von Frau Saef, das ich schon erwähnt habe, bestätigt wird, ergibt sich insbesondere aus der immanenten migrantischen Selbstsicht, die gleichzeitig über individuelle Subjektivität hinausreicht. In Vereinsunterlagen zeichnen sich Organisationsstrukturen und Personenbeziehungen ab gleichermaßen und sie weisen eben auch ein Mindestmaß an organisatorischer Festigung auf, was sich auch in einer Kontinuität der Schriftgutproduktion niederschlägt. Um da jetzt fortzuschreiten auf diesem Weg, haben wir jetzt relativ aktuell den noch jungen Aktenbestand des seit den 1990er Jahren existierenden, gleichfalls als Verein organisierten Forums der Kulturen eingeworben. Dabei handelt es sich um eine Art Dachverband der lokalen Migrantenvereine. Die organisieren dann sowas wie ein Festival der Kulturen, aber eben auch Vereinsseminare, geben eine Zeitschrift heraus, machen Kulturmärkte, Sprachencafés und solche Dinge und auch vielfältige sonstige Vereinselternberatungsarbeit. Und von der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit dem Forum der Kulturen erhoffen wir uns aber eben auch einen Hebeleffekt, also jenseits der Dokumente von denen selber, die natürlich prospektiv auch in Zukunft für uns interessant und wichtig sein werden, wollen wir natürlich dann auch die Verbesserung der Kontakte in die migrantische Vereinskultur der Stadt insgesamt damit betreiben, um dann eben längerfristig da auch weitere Übernahmeerfolge erzielen zu können. Etwas in eine andere Richtung verweist der Anfang 2018, jetzt dieses Jahr übernommene Vorlass, also der Mann ist bei bester Gesundheit zum Glück noch, des griechischstämmigen Stuttgarter Agrarwissenschaftlers und Funktionärs Dr. Konstantin Karas. Dieser Bestand ist naturgemäß eher biografisch persönlich strukturiert, dabei allerdings von einer ja auch bestechenden Dichte und Reichhaltigkeit. Der Herr Karas ist seit den 1960er Jahren in Stuttgart gewesen und war ja so ein Multifunktionär in der griechischen Gemeinde. Das ist so eine Organisation, die in Stuttgart wie auch in anderen deutschen Städten entsprechender Größe praktisch automatisch mit staatlicher Unterstützung gegründet worden ist für alle Griechen im Ausland.
Und er ist aber auch in diversen anderen griechischen Vereinen und Organisationen aktiv gewesen und eben auch seit 1979 im Ausländerausschuss, wie das damals hieß, der Stadt. Und der Vorlassgeber hat die Dokumente seiner langjährigen Tätigkeit, also Schriftwechsel, Protokolle, Manuskripte, diverses Dokumentationsmaterial, eigene Publikationen, selber aufgehoben zunächst mal, selber geordnet und dann dem Stadtarchiv tatsächlich in weitgehend chronologischer Ordnung auch übergeben. So um die 10.000 Dokumente, guter Regalmeter mögen das sein. Das ist natürlich dann ein Treffer aus unserer Sicht in der Arbeit. Ja. Und diese Persönlichkeit Konstantin Karas, die steht jetzt also beispielhaft eben auch für eine Schlüsselfigur im Prozess der Überlieferungsbildung, den wir schon länger im Auge haben und den wir jetzt ja mit dem natürlich schon lange virulenten Begriff Cultural Broker Nassforsch ansprechen. Wir sind uns der vielfältigen Implikationen dieser Begriffsbildung schon bewusst und wir interpretieren ihn eben ganz für uns klassisch konservativ schon zunächst mal als Bezeichnung für einen Menschen mit bestimmten individuellen Eigenschaften. Also wir meinen damit wirklich Mittlerpersönlichkeiten, die sich für uns im Zuge des Prozesses der Überlieferungsbildung als wertvoll herausgestellt haben. Männer und Frauen von hoher interkultureller Kompetenz, die in der Lage sind, anderen Menschen oder Gruppen bei Grenzüberschreitungen von einer Kultur in die anderen zu helfen. Ich komme da, glaube ich, so aus der Ethnologie ursprünglich. Konkret meistens ja im landläufigen Sinn bestens integrierte und vernetzte Angehörige einer bestimmten Einwandererkommunität, die eine langjährige Tätigkeit als ehrenamtliche Funktionäre oder auch Mandatsträger aufweisen. Und die sind für den Prozess der Überlieferungsbildung sowohl durch ihren persönlichen, in dem Fall Funktionärsvorlass natürlich interessant, aber eben auch wieder als Türöffner zu überpersonalen Organisationen, insbesondere Vereinen, dann sehr, sehr wertvoll. Also unsere Erfahrung der zurückliegenden Jahre ist praktisch, dass alles, wo wir Erfolg gehabt haben, immer über solche Persönlichkeiten dann gekommen ist. Bereits Arces y Corsari ist dem Kontakt zu dem seit Jahrzehnten amtierenden, gleichfalls in diversen weiteren Vereinen und Gremien vernetzten Präsidenten Domenico de Palma zu verdanken gewesen. Weitere Beispiele ließen sich da anfügen. Américo Machado, mit 5 Jahren aus Portugal eingewandert, nach Sindelfingen leider verstorben, auch so ein typischer Fall. Vereinskarriere ist einerseits der Sindelfinger Blasmusikverein, andererseits der örtliche portugiesische Elternverein, erfolgreicher IBM-Manager, wird dann natürlich auch Präsident des Landesverbandes der Deutsch-Portugiesischen Gesellschaft, leider vor ein paar Jahren verstorben, für mich ein ganz wichtiger persönlicher Ansprechpartner jetzt bei diesem portugiesischen Thema gewesen, wo wir leider noch nicht so weit sind, wie wir sein wollen, aber das sind so die Persönlichkeiten, die wir suchen. Ich komme zum Ende, okay. Also das ist ein Weg, auf dem wir auf alle Fälle fortschreiten wollen. Ich springe jetzt ein wenig und zeige nochmal in Bildern, worauf es mir eigentlich ankommt. Also das hier ist amtliche Überlieferung. Ja. 1974 kommuniziert nach Revolução dos Cravos, haben wir gestern ja gesehen, auch im Dokumentarfilm, kommuniziert das portugiesische Konsulat mit der Stadt Stuttgart. Viele schöne Stempel und die Mitteilung, dass man jetzt also den 1. Mai wieder als Feiertag feiert, das hat gar nicht so einen direkten migrantischen Hintergrund, aber das ist so richtig systemische amtliche Überlieferung. Das ist das, was meiner Ansicht nach dauernd gesammelt wird. Ja? Also Portugiesen in den 60er Jahren, die kulturelle Erfahrungen machen, dass das Bild hat wunderbare Implikationen, also gerade wenn man den fränkischen und den portugiesischen Kulturraum gleichermaßen kennt. Aber das ist dann wichtig, dieses Bild und meine Erinnerungen, also Vater von Carlos Rodrigues, der heute auch in Sindelfingen arbeitet und ich meine aber, wir brauchen das hier. Ja? Das ist eine ganz trockene, hölzerne Titelaufnahme aus dem im Internet jetzt auch schon zugänglich, der Bestand Arces y Corsari, Titel Schriftverkehr mit dem italienischen Generalkonsulat, enthält Unterstützungsgesuche, Veranstaltungsberichte, Dankschreiben, Angelegenheiten diverser Ausländervertretungen und so weiter, Laufzeit 69 bis 88, also praktisch kontinuierliche Korrespondenz, Kommunikation über 20 Jahre hinweg. Und von der Sorte, meine ich, müssen wir mehr ins Haus holen. Wir sind uns wohl bewusst, dass wir nicht in der Lage sein werden, die ganze Interkulturalität einer Großstadt wie Stuttgart alleine abdecken zu können. Aber
andere arbeiten ja auch. München ist uns deutlich voraus, andere fangen an. Und ich denke, wenn die Kommunalarchive insgesamt dieses Thema stärker forcieren, dann wird sich in der Breite eben auch eine Überlieferung bilden, mit der man auf diesem Feld dann auch was anfangen kann. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die Archivarbeit und vor allem auch für den sehr wichtigen Hinweis auf die Bedeutung von migrantischen Selbstorganisationen, jetzt nicht nur in diesem archivalischen Kontext, sondern ganz allgemein für unser Thema, weil es doch ganz entscheidende Player in dieser Migrationsgeschichte sind oder auch Integrationsgeschichte, wenn man das dann so nennen will. Ich freue mich auf den dritten und letzten Vortrag an diesem Panel, bevor wir dann zur Diskussion gehen können, von Hans-Peter Hahn, der aus Frankfurt am Main zu uns gekommen ist. Hans-Peter Hahn ist, wir nennen es jetzt mal Sozialanthropologe, bevor wir uns in diesem Begriffsdickicht mit dem Volksbegriff und Völkerbegriff im Deutschen wieder verfangen, ein Fach, das eben im Englischen sprachigen Raum andere Benennungen hat als im Deutschen, und das macht es sehr unübersichtlich gelegentlich, aber nennen wir es jetzt mal Sozialanthropologe, hat in Frankfurt eben auch Sozialanthropologie, Archäologie und Biologie studiert und ist über einen Umweg über Bayreuth zurück 2007 als Professor für Sozialanthropologie an die Goethe-Universität in Frankfurt berufen worden. Hat einen Afrika-Schwerpunkt mit Feldforschungserfahrung in Togo und beschäftigt sich gleichzeitig mit Fragen von materieller Kultur, Globalisierung und eben auch Migration. Hat eine wichtige Einführung in die Ethnologie im Surkamp Verlag vor einigen Jahren vorgelegt und zahlreiche Sammelbände, die hier jetzt auch in unserem Kontext, wenn es eben auch um Musealisierung und damit auch um Objekte, eben also materielle Kultur ginge, höchst relevant werden. Und er leitet auch ein Projekt, das sich mit dieser Frage beschäftigt, finanziert vom Bundesministerium für Forschung. Und sein Vortrag hier heute heißt Die Museifizierung der Migration, Kulturpolitik auf fragwürdiger Basis. Und er wird jetzt alle Deutschsprechenden unter uns beschämen, weil er der Einzige ist, der den Vortrag auf Französisch hält. Bitte. Bon, merci bien pour cette aimable introduction. Je vais faire un effort pour m'exprimer en français. Malgré le double défi, d'abord, je pense qu'il y a déjà une certaine fatigue. Le déjeuner s'approche, et tenez avec moi. Mais le défi le plus sérieux, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de mes arguments ont déjà été exprimés dans cette matinée, même hier. On a déjà fait référence au Musée national de l'histoire de l'immigration. On a déjà problématisé un peu qu'est-ce qui est la stratégie des musées en tant que tel. Alors, excusez-moi, je vais surtout au début répéter un peu ce qui a été déjà dit ici. En principe, la base sur laquelle je parle, c'est effectivement le projet que vous avez mentionné. C'est intitulé Mobile Welten, Monde Mobile, et c'est en coopération avec le Musée für Kunst und Gewerbe à Hambourg et les sociologues de Frankfurt Oder. Bon, je commence encore une fois avec une répétition de ce que De Grotenhoff a dit hier matin. C'est la référence à Tony Bennett. Tony Bennett, selon moi, le plus important théoricien des musées. Et selon lui, les musées, c'est une sorte d'une école de la perception où sont des établissements d'enseignement. La formation de la sphère publique est formés ou instruits par les informations qui sont disponibles dans les musées. Et les salles des expositions, c'est toujours une sorte d'auto-confirmation de ce qui est valorisé par la société. On peut dire les chefs d'œuvre spécifiques, les objets d'art, d'artisanat, les produits d'industrie. Je fais l'exemple des expositions mondiales, deuxième moitié du 19e siècle. Tout cela, c'est une représentation de ce qui est constaté ou qui est évalué comme valable d'être exposé, d'être représentatif pour la société. Je pense à l'époque contemporaine, c'est surtout les musées nationaux qui sont héritiers de cette logique de représentation. Mais bien sûr, cela s'applique au-delà de ce genre de musée. Les musées expriment des particularités d'un lieu, d'une origine ou d'un pays.
il représente souvent aussi des images, quelque chose qui est souhaitable malgré du fait que ça, ne, ça, ne, ça peut affaire avec la réalité. On peut dire de quelque façon, l'idée du musée moderne est inextricablement imbriquée dans l'idéologie de l'État-nation en tant que communauté des individus ayant certains droits et certaines caractéristiques, dans le sens de Benedict Anderson. C'est le deuxième théoricien qui est important à ce niveau-là. Et je pense le parallélisme historique, les deux processus qui sont issus du 19e siècle, ce n'est pas un hasard, c'est bien sûr la logique interne. Dans ce contexte, la signification d'une collection d'un musée s'explique très facilement. Les collections montrent les réalisations particulières d'une région et se réfèrent à l'histoire ou à des caractéristiques naturelles spécifiques d'une région ou d'une nation. Je prendrais même le fait que dans les dernières années, il y a plusieurs musées qui ont été fondés sans avoir une collection. Je prends cela comme un indice de mon première hypothèse. Effectivement, fonder un musée qui n'a pas de collection, c'est souvent une décision politique prise pour montrer quelque chose qu'on pense que c'est important de montrer pour une certaine région. On peut dire que c'est une sorte d'auto-affirmation souhaitée ou imaginée qui devient une réalité à travers de la relation de ce musée et des collections. Je prends l'exemple du musée du Quai Branly, qui a de quelque façon arraché ses collections des autres musées. Je prends l'exemple du Deutsches Historisches Museum à Berlin, qui a reçu des collections bien après avoir été fondé. Tout récemment à Francfort, on a le musée de romanticisme qui n'a aucun objet, mais dans les 3 à 5 ans à venir, il y aura une collection bien sûr, parce que la politique le veut. Une deuxième confirmation de mon hypothèse de départ, c'est l'intérêt actuel des musées pour attirer le plus grand nombre possible des visiteurs. Dans cette logique, la visite d'un musée est comprise comme une action affirmative au message du musée. La visite est une reconnaissance de la réussite de la dimension identitaire du musée. Les visiteurs viennent au musée parce qu'ils arrivent à relier les thèmes présentés à leurs propres intérêts et expériences. Dans les préoccupations récentes exprimées par les musées de comprendre la gamme des visiteurs comme une représentation des différents groupements à l'intérieur de la population, je reconnais une troisième confirmation de ma thèse. Les musées ne sont pas satisfaits s'ils attirent seulement les visiteurs âgés, pendant que les jeunes restent à l'écart. De la même façon, les musées sont particulièrement soucieux de ne pas attirer seulement des visiteurs ayant un certain niveau d'éducation ou seulement ayant une certaine origine spécifique. La légitimation démocratique des dépenses considérables pour les musées n'est évidemment pas donnée si les musées ne reçoivent pas des membres de tous les milieux de la population. Bref, c'est à cause de ces préoccupations que les musées ont récemment été très motivés à organiser des expositions sur le thème de la migration. Aujourd'hui, les expositions sur la vie des migrants en Europe et même la création des musées de la migration sont devenues une des priorités principales dans la politique culturelle. Dans le contexte de ce qui a été expliqué jusqu'ici, on ne peut pas nier que dans les musées, il existe toujours un lien à l'idéologie du 19e siècle et l'idée de la représentation de l'État-nation. Et voici l'hypothèse principale de ma contribution. Elle est la suivante. Les expositions sur la migration n'ont jusqu'à présent pas réussi à décrire de façon adéquate la mobilité des individus ou des groupes, ni la situation culturelle, car elles atterrent toujours à l'idée de la représentation du 19e siècle. Vu l'objectif défini par les musées eux-mêmes, à savoir traiter la migration, de quelque façon, la persistance des idées de l'époque initiale des musées modernes semble paradoxale. La représentation muséale des États ou des nations en tant qu'entité homogène est le reflet de la diversité culturelle de la société migrante. Dans les expositions, les deux choses ne sont pas compatibles. Jusqu'à présent, cette tension n'a pas été convenablement conceptualisée et selon moi, c'est pourquoi beaucoup d'expositions sur la migration ont échoué jusqu'à aujourd'hui. Dans le cadre du projet que je viens de mentionner au début,
Nous avons eu 3 ans pour travailler en collaboration avec le musée à Hambourg, que je viens de nommer, pour concevoir une exposition sur les cultures des migrants dans cette ville. L'objectif déclaré de ce musée, le plus grand musée de Hambourg d'ailleurs, est d'augmenter le nombre de migrants parmi leurs visiteurs. Pour préparer cette exposition, nous avons eu à la fois l'occasion de mener nos propres recherches ethnographiques sur les mondes vécus des migrants dans cette ville et aussi de puiser dans les vastes collections de ce musée provenant de toutes les régions du monde. Les moyens du projet nous ont permis également de visiter plusieurs musées en Allemagne et en France afin de mieux comprendre à travers notre propre expérience comment la migration a été abordée jusqu'à présent dans les diverses expositions. Dans ce que suit, je vais rapporter brièvement nos expériences et nos interprétations de ces expositions migratoires afin de pouvoir élaborer ma thèse concernant les problèmes fondamentaux d'une représentation muséale de l'identité culturelle des migrants. L'exposition de Hambourg, qui a marqué la fin de notre projet, a ouvert ses portes le 12 avril 2018. Elle ne fait pas l'objet de ma présentation, mais si vous avez des questions à notre exposition, c'est bien sûr possible de poser après. Les 3 musées qui seront concernés, c'est d'abord le Deutsches Historisches Museum à Berlin, et là, une exposition l'an 2016 intitulée « Immer bunter, toujours plus coloré ». Deuxièmement, le Musée national de l'histoire de l'immigration, qu'on a déjà mentionné ce matin. Et enfin, le Deutsches Auswandererhaus à Bremerhaven, la maison des émigrants allemands, l'exposition permanente dans cette maison-là. Alors, je commence avec le Deutsches Historisches Museum. Et cette exposition, Immer bunter, toujours plus colorée, qui a été consacrée à l'immigration vers l'Allemagne depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. La base de cette exposition consiste essentiellement en des objets matériels dits typiques de la position des immigrants. On en a parlé hier, ce matin, les valises, les cartes d'identité, les certificats de santé, la moto en cadeau du millionnaire Gastarbeiter qui est arrivé dans 70 et quelques. Cette exposition a réussi à illustrer la diversité culturelle à travers des images bien concrètes. Des exemples d'objets exposés sont un magasin, soit un magasin reconstruit dans l'exposition provenant de Berlin, avec des produits turcs, vous le voyez ici sur l'image, mais aussi une burqa. Les migrants apportent leur culture avec eux. C'est en principe le motto de cette exposition. Une photo qui montre une scène d'examen de santé après l'arrivée d'un groupe de migrants en Allemagne montre également que l'État a la capacité de bien contrôler la migration. En général, on peut dire pour cette exposition que le cadre juridique joue un rôle majeur, comme le souligne une section consacrée au thème de la criminalité et migration. Ainsi, il est évident que cette exposition n'échappe pas à ce que j'appelle le nationalisme méthodologique. L'Allemagne est décrite comme une base immuable, qui au mieux est culturellement élargie par l'attribut d'être colorée à travers les activités des migrants, dans le sens d'être plus variée, d'être plus diverse. Dans cette exposition, les résultats de la recherche récente sur le transnationalisme sont largement ignorés. Les publications de Nina Klick-Schiller, Linda Bach et d'autres, Steven Vertovich, semblent d'être tout simplement inconnues aux responsables de l'exposition. De même, ces responsables semblent ignorer que quelques marchandises en couleur ou quelques condiments exotiques ou la référence à un vêtement spécifique ne représentent qu'une petite partie de la réalité de la société post-migratoire. Il est tout simplement faux de prétendre que les migrants aujourd'hui sont décrits de manière adéquate en se référant à la spécificité des modes de vie des migrants. Il est une omission grossière de ne pas se référer à la transformation de la société dans son ensemble quand on parle du rôle de la migration au XXIe siècle.
L'accent mis sur la spécificité des migrants est en même temps une inconséquence par rapport au caractère indissociable des différents modes de vie. On pourrait résumer cette exposition ainsi. Elle est belle à regarder, mais en dehors de la réalité de la vie contemporaine berlinoise. Cette exposition est de sorte un échec épique. Bon, je continue de Berlin à Paris pour le Musée national. Pardon, le Musée national, c'est faux, il y a une faute d'écriture là. Le Musée national des migrations à Paris a ouvert ses portes sous forme actuelle en 2008, c'est ce que j'ai noté ici, dans un bâtiment qui a été construit d'ailleurs en 1931 pour la fameuse exposition coloniale. Et là déjà, on voit une continuité qui est très problématique. Dès l'ouverture, le sujet de ce musée et son titre, Musée national d'histoire des migrations, ont entraîné des attaques des politiciens de la droite ici en France. Côté positif, il est à noter que dans cette exposition, les migrants parlent eux-mêmes. La représentation de la migration est basée sur des témoignages authentiques, exprimant parfois une dimension très émotionnelle et parfois aussi fatidique. Les migrants ont eux-mêmes contribué les objets que l'on peut voir dans l'exposition. Le musée couvre une période relativement longue, depuis la Révolution française, ce qui permet le constat que l'immigration vers la France existait depuis ce temps et qu'elle a été substantielle pendant les deux siècles. Parfois, pour les migrants, quitter leur pays d'origine a été une mesure pour sauver leur vie. À la fois, comme il devient évident à travers l'exposition, l'immigration a également apporté des avantages considérables à la nation française. À l'aide des objets fournis par les migrants eux-mêmes, la dimension biographique devient un principe central de l'exposition. Les histoires de vie sont crédibles et l'empathie des visiteurs s'applique au succès, mais parfois aussi aux échecs des migrants. L'aspect positif qui résulte de cette stratégie est que la migration est évaluée comme appartenant à la société française. Néanmoins, cette exposition reste une exposition nationale. Les visiteurs ont l'impression que la migration est positivement évaluée à condition qu'elle mène à des avantages pour le développement et à l'existence de l'État français. Donc, il y a une idéologie nationale qui est à la base de cette exposition. Cette perspective s'applique même au niveau des individus. Un bon migrant, on peut dire entre guillemets, est celui qui réussit en France, que ce soit en tant que travailleur ou en tant que professionnel académique. L'idéologie de ce musée doit être nationale. De façon polémique, on pourrait ajouter, si la migration dégage un profit à la nation, alors c'est bien aussi. En d'autres termes, il s'agit d'un musée national apocryphe. Bon, je continue pour le Deutsches Auswandererhaus. L'exposition que nous on a visitée, l'exposition permanente, a ouvert ses portes en 2005 et elle impressionne par la qualité de la scénographie. Dans aucun autre musée, vous n'aurez une impression aussi dense des moments de départ des migrants, des différentes situations de vie des migrants. Bien qu'un grand nombre de groupes de migrants différents soient inclus dans cette exposition, dans beaucoup de cas, on a pris soin d'illustrer en tout détail le monde vécu des hommes et des femmes, leur situation économique, leur attente, ainsi que leur destin. L'accent mis sur l'image cohérente de la vie quotidienne facilite aux visiteurs de s'identifier aux migrants et de s'imaginer leurs besoins et leurs soucis. L'exemple de différents groupes allemands qui migraient vers des différentes parties du monde montre la gamme des différentes expériences dans les pays de destination, la migration et la capacité de s'adapter des migrants. En outre, le musée traite aussi l'immigration vers l'Allemagne. Comme les émigrants allemands, les biographies sont placées au premier plan, comparable à l'exposition du Deutsches Historisches Museum, et l'adaptation au système juridique allemand est élevée à la norme. Ce sont les bons immigrants qui s'assimilent.
Bien que cette exposition avec des détails et le soin de la mise en scène permet l'immersion du visiteur plus que les autres musées discutés auparavant, la dissolution des anciens modes de vie reste au premier plan. Le bon migrant doit oublier la place et la culture d'origine, il doit s'intégrer pleinement dans la société d'accueil. Au lieu de saisir la transnationalité comme un cadre conceptuel qui nous instruit sur le changement des cultures nationales, l'exposition reproduit une perspective homogénéisante sur le destin des migrants. Toute altérité des autres doit disparaître, elle doit devenir invisible, et même à la fois la persistance culturelle de la société allemande est affirmée. Le changement culturel n'a lieu qu'au sein des groupes des migrants. La société dans son ensemble n'est pas affectée par l'effet de la migration. Polémiquement parlé, cette exposition est un monument de la norme de l'assimilation. Elle a peu à voir avec la vie quotidienne des migrants au XXe siècle. J'arrive à ma conclusion. Comme j'espère d'avoir clarifié dans ce petit trajet de Berlin à Paris et à Bremerhaven, il reste encore beaucoup de questions à poser concernant les expositions sur la migration. D'un côté, il convient de souligner que certains aspects innovatifs ont été reconnus et mis en œuvre par les auteurs responsables. Cela comprend, je l'ai mentionné ici, la notion de la diversité culturelle agrandie à cause de la migration. Le fait que les migrants ont reçu la possibilité de parler eux-mêmes dans les expositions. Enfin, troisièmement, dans le contexte des acquis spécifiques, il convient aussi de faire référence à la création d'une certaine empathie. Ce n'est que lorsque le visiteur peut s'imaginer à quel point le défi est extraordinaire pour le migrant qu'il comprendra aussi la situation de ce groupe de personnes. D'autre côté, il importe de souligner que chacune de ces trois expositions mentionnées a échoué d'une certaine manière. Dans les trois cas examinés ici, il faut noter que la présence d'un nationalisme méthodologique au sens de la critique de Nina Klikschiller. Dans aucune de ces exemples, la nation en tant que telle est mise en question. Par contre, le destin des migrants est constamment décrit comme quelque chose de spécial ou quelque chose d'additionnel. Je dirais la dichotomie entre les citoyens de la nation d'un côté et les migrants de l'autre côté n'est en aucun cas réellement mise en question. Ainsi, la construction systématique de l'altérité est évidente. Je considère cela comme un problème fondamental. Ainsi, on aboutit à une essentialisation de la différence culturelle. La logique de ces expositions, c'est-à-dire surmonter les différences qui sont implicitement qualifiées de différences radicales, n'est possible que si les migrants abandonnent leurs orientations de valeurs d'origine et s'adaptent complètement à la société d'accueil. On peut dire que ces trois expositions confirment d'une certaine façon les préjugés éventuels des visiteurs concernant l'homogénéité et la cohérence de la nation. Paradoxalement, ces expositions plaident pour la reconnaissance de la migration en perpétuant un concept de la nation homogène du XIXe siècle. La nation en tant qu'entité imaginée, ses valeurs et son prétendu ordre ne sont dans aucun cas questionnés. Les simplifications inacceptables concernant la nation, la notion de la nation, sont ainsi confirmées. Les effets de la différence culturelle sont associés à un lieu unique. Ils sont liés aux migrants, dont l'altérité apparaît comme le sujet critique et problématique. C'est entièrement dans la responsabilité des migrants eux-mêmes de surmonter cette différence. La migration reste quelque chose d'extraordinaire. À profondeur, la vie quotidienne ne change pas. Elle n'est pas mise en question. Aucune de ces trois expositions n'indique aujourd'hui qu'il n'y a pratiquement plus de vie quotidienne qui ne contienne pas un mélange entre phénomènes migratoires et non migratoires. Alors je dirais, il faut quand même contester la catégorie de la société migratoire parce qu'il n'y a plus de phénomènes non migratoires.
dans la cette transformation problématique que j'ai évoquée en empruntant le terme de muséification est liée à l'approche implicite de la démarcation de la migration. Au lieu de décrire l'ouverture culturelle et le dépassement des frontières, les migrants, en tant que groupe social, sont plutôt séparés par la logique de cette exposition. La muséification signifie alors de donner un contour à un objet, le définir comme une unité apte à être exposée et à ainsi rendre l'objet homogène, en bref, essentialiser le sujet exposé. À mon avis, il y aurait bien sûr la possibilité de créer une exposition qui montrerait le changement de la société entière, basée en référence à la mobilité des individus et des groupes. Mais dès de la conceptualisation, il faudrait éviter de choisir l'altérité des migrants comme sujet. La distinction entre migrants et non-migrants est aujourd'hui difficile dans de nombreux cas. Partout la vie quotidienne a brouillé ses limites impliquées dans le nationalisme méthodologique. Peut-être faudrait-il simplement prendre comme point de départ l'impossibilité d'assigner l'altérité aux migrants. Toute société au XXIe siècle mérite d'être présentée dans un processus de pleine transformation en considérant son ouverture à des innovations culturelles. Mais l'approche de représenter le migrant est certainement la mauvaise façon de s'y rendre. Merci beaucoup. Ja, vielen herzlichen Dank für den letzten Vortrag auch und für das sehr spannende Panel, das jetzt wirklich nochmal, finde ich, einen schönen Durchgang gebracht hat von historischen Narrativen zu deren Grundlage gewissermaßen im Archiv, also was ermöglicht ist, uns überhaupt zu solchen Narrativen zu kommen, die Dokumente, die dort sich anlagern und die dort gesammelt werden und dann bis hin zu der Frage, wie wiederum in Museen und in Ausstellungen diese Narrative noch einmal verarbeitet werden und gezeigt werden. Können. Wir haben eine Viertelstunde Zeit für Diskussionen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt, zu die ich Sie jetzt einladen würde. Aber wenn Sie noch eine Nachdenkpause... Ja, bitte. Achso, wir müssen hier wieder mit dem Mikro... Merci à tous les trois pour... pour vos communications. J'ai une question pour Monsieur Inspecteur Han. Vous avez montré, je pense, très clairement que les labels nationaux sur les titres d'un musée, comme les musées nationaux de l'histoire de l'immigration, créent un oxymore avec les mots immigration. Et ça, c'est un point, je pense, très important et je vous remercie de l'avoir montré. Ma question alors est peut-être qu'on ne peut pas avoir un musée dans une nation, donc un musée qui se base avec des financements nationaux, donc qui est dans un dispositif d'un État capable de parler d'immigration. Peut-être qu'on peut avoir un musée capable de parler d'émigration, mais je ne suis pas sûr. Mais peut-être que les musées sont incapables, les musées nationaux, de parler d'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez abordé cette problématique dans votre exposition J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit hier par Sandra Vaca. Elle nous a expliqué que presque tous les musées qu'on peut voir aujourd'hui sont déjà des musées des migrations sans être conscients de ce fait. Effectivement, ce n'est pas seulement une question du label ou des dénominations, c'est plutôt une question de conscience et de structure interne. Et c'est d'ailleurs ce que nous on a fait à Hambourg. On est rentré dans les collections de les magasins et on a montré aux responsables, voilà, vous avez des objets de haute mobilité, vous avez des objets de tous les continents de ce monde. Pourquoi ne pas exposer ces objets comme étant des témoins
de mobilité à travers des époques. Et je pense identifier le migrant dans le présent, c'est déjà un sentier très difficile et je peux dire très, très ambivalent. Je pense que cet objectif d'identification limitée, description, c'est déjà la fausse démarche. Ich hätte einerseits eine Frage an Herrn Wiedemann. Und zwar, als ich ihm zugehört habe, kam mir in den Sinn, also Geschichtsschreibung ist in Deutschland bis heute, würde ich sagen, wird gleichgesetzt mit Geschichtswissenschaft. Sie haben ja auch durchaus die Entstehung der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert erwähnt. In Frankreich ist l'écriture de l'histoire aus meiner Sicht, meiner Kenntnis nach weitaus größer, dazu zählt man auch anderes. Und wenn man sozusagen das französische Verständnis von écriture de l'histoire überträgt auf Geschichtsschreibung im Deutschen, dann würde man auch andere Formen der Erzählung, nicht schriftliche Formen der Erzählung zur Geschichtsschreibung hinzuziehen, dann ist man nicht mehr beim Schreiben, sondern, also ich denke jetzt ganz konkret zum Beispiel an gezeichnete Geschichten, die auch Wanderungsgeschichten, also es gibt Wanderungsgeschichten aus dem späten 19. und dann frühen 20. Jahrhundert, gezeichnete Geschichten, die anderes erzählen. Und meine Frage wäre, haben Sie das berücksichtigt in Ihrem Projekt? Also ich fände das also tatsächlich interessant, darüber nachzudenken, dass Geschichtsschreibung, also in einem weiteren Sinne darüber nachzudenken, was Geschichtsschreibung auch sonst noch tun kann, jenseits des schriftlichen Erzählens. Also das einerseits an Sie und dann vielleicht an Herrn Lotterer und an Herrn Hahn. Ging mir durch den Kopf, dass es bei die Frage des Sammelns, also das eine ist sozusagen beim Ausstellen, das passiert, wenn man Migration oder so wie man es aktuell ausstellt, auch ihre Ausführungen zur im Grunde Herstellung von Differenz durch das, was aktuell geschieht, im Grunde das Gegenteil dessen, was man eigentlich machen möchte. Wie im Grunde durch das aktive Sammeln, das Akquirieren von Objekten, Gesellschaftsvorstellungen möglicherweise verändert werden können. Also sprich im Hinblick auf Diversität. Also die Gesellschaft ist divers und muss in dieser Diversität abgebildet werden. Inwiefern kann man dadurch jenseits des Ausstellens über das Sammeln möglicherweise auch solche gesellschaftlichen Vorstellungen verändern? Achso, dann fange ich an. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die Vielfalt der Formen oder der Erzählungen, den Darstellungen in der Geschichtswissenschaft, da gibt es natürlich tatsächlich in den verschiedenen Ländern verschiedene Traditionen. Und das sozusagen waren, die ich hier vorgestellt habe, das waren drei idealtypische Erzählmuster, die in dieser Zeit verbreitet waren. Aber es waren auch nicht die einzigen Wege, um Migration darzustellen. Also das habe ich jetzt hier nicht groß ausführen können, aber an dem Punkt würde ich dann doch auch stark von Hayden White oder so abweichen, der tatsächlich eine extrem strukturalistische Herangehensweise hatte und eine Typologie festsetzte, die sozusagen, er hat ja nur diese vier Typen und mehr gar nicht zugelassen, die er da herausbekommen hat, und ich denke, dass Narrativität und Erzählstrukturen da sehr viel vielfältiger sein können als jetzt diese klassischen Modelle, die man dann auch wirklich auf Aristoteles letztendlich ja zurückführen kann, und gerade auch die Geschichtsschreibung, aber auch die Geschichtswissenschaft hat dann ja im späteren 20. Jahrhundert auch tatsächlich ganz andere Darstellungsformen auch entwickelt. Also in der Geschichtswissenschaft fällt mir da natürlich immer als erstes ein, weil ich da jetzt auch im Rahmen dieses Habilitationsverfahrens gearbeitet habe, ist für die Darstellung des Holocaust, also Saul Friedländer, integrierte Geschichte, das ist halt, und die gebrochenen Darstellungen, er besteht sich ja sehr stark auf Collage, auf Filme, und das ist eine ganz andere Darstellungsform, die würden wir hier überhaupt nicht sozusagen finden. Und so kann man natürlich auch, und so ist auch an Migrationsgeschehen herangegangen worden. Was jetzt diese eher Zeichnungen und Darstellungen und so betrifft, das hängt dann halt immer sehr stark davon ab, auf welchen Erzählbegriff man sich bezieht. Es gibt halt in Deutschland auch sehr stark die traditionelle Erzählforschung, und da ist halt dann auch das Erzählen immer abhängig von einer Erzählinstanz, und die haben sozusagen immer Schwierigkeiten damit, Comics oder sowas überhaupt unter einem Begriff wie Erzählung zu subsumieren, sondern es ist sozusagen
Naja, Erzählung sozusagen, es ist ja eher so ein prototypischer Erzählbegriff. Da gehört dann sozusagen im Kernbereich steht immer halt der klassische Roman letztendlich. Dann kommt die Geschichtsschreibung so ein bisschen drüber und Comic und Bilder. Ist, wie weit können Bilder überhaupt Narrationen sozusagen wiedergeben? Ist das, kann man die unter Narration fassen? Das ist eine Definitionsfrage letztendlich. Aber vollkommen recht zu sagen, haben Sie das natürlich auch, also Erinnerungen und historische Romane und so, das müsste man hier natürlich alles auch dazu zählen. Ja, nur noch eine ganz kleine Anmerkung, gerade hier bei diesen Beispielen, die ich hier gebracht habe, müsste man natürlich sagen, dass Völkerwanderung und so, da waren die historischen Romane, haben eine ganz extrem große Rolle gespielt und auch bei diesen Gründungserzählungen, das kann man gar nicht trennen von literarischen Darstellungen in der Zeit, also was da, wer da sozusagen den Weg vorgegeben hat, sondern das muss man tatsächlich natürlich in einem größeren Rahmen und das habe ich auch gemacht, also um das nur nochmal damit abzuschließen. Und ich weiß jetzt nicht, mit wem ich hier weiter, ja? Sie können nichts verändern. Nein, Entschuldigung. Ich habe mich jetzt gefragt, wer von uns beiden zuerst antworten kann, weil meine Antwort, ja, das ist schwierig. Ja. Also der vorhin, was gerade auch Herr Hahn vorgetragen hat, mich hat das erinnert an eine Bemerkung, beziehungsweise also dahinter liegt auch eine empirische Studie. Es gibt den Matthias Beer von der Uni Tübingen, Donauschwäbisches Institut, der hat mal gesagt und festgestellt, wenn Sie jetzt in unserem Einzugsbereich Württemberg die ganzen Orts- und Heimatgeschichten durchackern, ja, also auch die jüngeren Datums, dann sehen Sie, dass durchaus, das war damals auch unser Gesprächsanlass, man sich sehr liebevoll und sehr intensiv mit allen beschäftigt, die gegangen sind. Also Auswanderung, Osten ist ja sein großes Thema, eben auch transatlantisch, das ist alles präsent und man beschäftigt sich null mit denen, die gekommen sind. Ja. Und man manifestiert sich ja dann ja auch Gesellschaftsvorstellung und jetzt könnte ich es mir einfach sagen, einfach machen und sagen, wer bin ich, kleiner Mann, dass ich das jetzt aktiv verändern wollte. Ich kann mich wieder auf diese Kanalisations- und Straßenbahnrolle zurückziehen und sagen, also wir liefern die Grundlage, das natürlich dann aktiv vermittelt wird. Ganz kleine fachfremde Bemerkung von mir, ich wäre auch vorsichtig, jetzt irgendwie alle Museen immer in die Tonne zu treten, egal was sie machen, weil irgendwann verliert man das Medium dann ganz und wir brauchen ja irgendwie ein Interface eben auch in die breite Gesellschaft, wo ich sagen muss, da sind die Möglichkeiten der Archive begrenzt. Also unsere Kommunikation, wenn man das so sagen darf, ist tendenziell doch eine gewisse Elitenkommunikation und läuft im Hintergrund ab. Aber trotzdem natürlich ausgehend davon, dass wir selber auch unsere eigene Gesellschaftsvorstellung verändern müssen, wir können durch diese Überlieferungsarbeit, glaube ich, schon einen Beitrag dazu leisten. Was ich tatsächlich da wichtig finde, da sind wir auch selber noch am Anfang, in dem Moment, wo das auch mit einem größeren, dann auch mit einem andersartigen Partner stattfindenden Projekt läuft und da eben auch eine größere öffentliche Wahrnehmbarkeit, so wie in München jetzt beispielsweise stattfindet. Da glaube ich, kann man tatsächlich sagen, gibt es ganz vorsichtig solche Wirkungen, dass in einer breiteren Öffentlichkeit ja dann auch eine Gesellschaftsvorstellung sich wandelt. Ja, aber wir sind also bescheiden genug, um zu sagen, wir versuchen mal die ersten Bausteine zu liefern. Bon, je pense pas que les musées sont prêts à finir avec un certain élitisme. Et les musées ont besoin des nouvelles idées, comment exposer. Et c'est une urgence de quelque façon, parce qu'on voit la composition de la population et on veut que cette diversité de population soit représentée au niveau du musée. Et si on ne respecte pas cela, à long terme, les musées n'existeront plus. C'est très évident. Concernant les collections, le mal ou, disons, le défi, c'est que beaucoup des collections ont été établies au moment du nationalisme, au XIXe siècle. Et on a considéré les objets qui sont arrivés dans les musées comme des objets ancrés profondément dans une culture locale. Et souvent, on a négligé les aspects de mobilité des objets. Et bon, maintenant, je parle bien sûr pour l'anthropologie, et pour les collections ethnographiques, ont toujours été considérées comme des collections spécifiques d'une certaine localité, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud et en tant que telle. Si on regarde de près, on voit que c'est un peu différent et que la situation est plus complexe et qu'il y a pas mal des objets qui sont déjà un reflet d'un impact culturel d'autres continents et que le mélange culturel, c'est-à-dire cette mobilité culturelle, est visible avec un regard de près vers ces objets-là. Alors, mon plaidoyer, c'est plutôt pour une réévaluation des collections
et non pour le rétablissement des nouvelles collections. Ja, es gibt noch Fragen. Ich habe mich selbst mal auf die Liste gesetzt. Nein, ich finde es total interessant. Ich finde es total, das ist immer das Privileg des Moderators. Ich finde es total interessant, dass wir jetzt hier nochmal über diese Frage reden, wie auch Dinge, also die Frage der Veränderung, die ja letztlich im Raum steht, oder? Und oder man könnte vielleicht auch sagen, so im postkolonialen Sprech des Verlernens, oder? Also was Institutionen zu verlernen haben oder was auch die Geschichtswissenschaft zu verlernen hat an Narrativen und Neues bieten kann. Und da würde ich doch noch mal ein bisschen nachhaken. Also fürs Museum, tatsächlich kann man ja auch die Frage stellen, wieso schlagen wir uns die ganze Zeit mit diesen Museen rum? Wieso sagen wir nicht einfach, okay, die Museen sind halt Erfindungen dieses nationalistischen 19. Jahrhunderts und sie funktionieren halt nach diesen Logiken und dann, wenn man gesagt hätte, sprengen wir sie halt in die Luft und vielleicht brauchen wir tatsächlich was ganz Neues, oder neue Formate, vielleicht eröffnen auch die neuen Medien eben Möglichkeiten, um das ganz anders zu denken. Also warum begeben wir uns immer in diese Struktur des Museums rein? Ich kenne das ja auch aus einigen Projekten, also gerade diese Großmuseen, die so richtige Tanker sind, die tun sich ja total schwer, Dinge zu verlernen und wirklich dann Dinge zu ändern und das zu implementieren und Dinge ganz neu zu denken. Also irgendwie bleibt man immer in diesen alten Fahrwassern. Ne? Also ich würde nochmal diese Frage stellen, warum klammern wir uns so an diese Museen und sagen nicht, okay, vielleicht brauchen wir einfach ganz andere Medien oder Orte oder Formate, um eben diese Geschichte, wie wir sie jetzt verstehen, auch transnational etc. darzustellen. Und vielleicht an Felix noch die Frage auch, weil eben wir haben natürlich alle, und das ist ja nicht auf Deutschland begrenzt, in Frankreich nehme ich an, genauso dieses Narrativ der Völkerwanderung, das sich so eingeschrieben hat, oder die Barbaren ziehen da als Stämme durch die Gegend und zerstören das Römische Reich. Die Medievistik bietet uns nun ganz neue Erklärungsansätze an mit diesem Konzept der Ethnogenese, das stark geworden ist in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch durch Wiener Kollegen, die das vielfach bearbeitet haben und sehen ja eher, dass da überhaupt keine Stämme durch die Gegend ziehen, natürlich, sondern einzelne Individuen, Kriegergemeinschaften, die sich auch dann erst in diesem Moment überhaupt zu Gemeinschaften bilden und die vorher überhaupt nichts miteinander zu tun haben, schon gar nicht ethnisch und so weiter. Also an dich vielleicht auch die Frage, inwieweit siehst du jetzt in der jüngeren Geschichtswissenschaft Entwicklungen, also wo Narrative aufkommen oder angeboten werden, die eben jetzt auch für unsere heutige Situation gewissermaßen eben ganz andere Erklärungsansätze bieten können als dieses klassische, auch was sich ja so in Schulbüchern eingeschrieben hat, dieses Völkerwanderungsnarrativ. Bon, c'est pourquoi j'ai mis Kulturpolitik, Politik kulturelle dans le titre de ma présentation. Effectivement, je suis membre du conseil pour le Humboldt Forum et c'est le seul projet qui peut débloquer 500 millions d'euros à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y a toujours cette tendance, je peux dire, dans la sphère publique, d'engager profondément pour la logique du musée. Je pense que c'est notre devoir de montrer qu'à l'intérieur de cette idée, il y a un musée. Il y a des différentes formes d'établir une logique. Il y a des différentes perspectives sur les objets. Et je ne pense pas qu'on va revenir à Tony Bennett dire que le musée est un lieu d'enseignement. Je pense plutôt que le musée est un lieu d'ouverture. Mais où est la capacité intellectuelle pour montrer ça, pour rendre ça plausible, pour réaliser de telles idées concrètement avec des objets? C'est mon intérêt personnel dans ce sens. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe das ganz genauso, dass halt tatsächlich in der jüngeren Forschung in den letzten, vielleicht seit den frühen 90er Jahren, in Österreich tatsächlich, auch in Deutschland, auch in England, viel dafür getan wurde, dass genau halt am Beispiel der Völkerwanderung solche Untergangsnarrative oder diese katastrophischen Elemente eigentlich da rausgenommen wurden. Und da gibt es meines Erachtens viele Möglichkeiten, da andere Zugänge, neue Perspektiven, neue Narrative zu entwickeln, die man auch im starken Bezug zur Gegenwart setzen kann. Man kann genauso gut damit arbeiten und sagen, naja, auflösen halt solche festen Entitäten und Identitäten wie Völker oder sogenannte Rassen, wo hier immer davon die Rede war. Das Thema eignet sich sehr gut und es ist ja auch so weit gekommen, dass auch die,
die sozusagen die Frage der Epochenschwelle sehr stark ins Wanken gekommen ist. Also das Interessante ist ja auch an diesen Darstellungen, dass Völkerwanderung hat man immer dazu genommen, eine Epoche fängt, also Türschwellenmotiv, eine hört auf. Das geht bis in die Aufteilung unserer Disziplinen an den Universitäten. Ne? Die Althistoriker hören halt auf mit der Völkerwanderung und dann fangen die Mittelalterhistoriker an. Und so werden sie auch ausgebildet. Und wir haben ja auch gestern hier schon von Roland Steinacher gesprochen, der, wo man nicht so alte Geschichte, aber eigentlich Völkerwanderungszeit und diese spätantike Zeit ist immer so eine Zeit, eine Epoche des Dazwischens, genau wie das Migrantische letztendlich, sozusagen immer, man weiß nicht genau, wohin. Allerdings aus dem persönlichen Kontakt mit spätantike Forschern, auch an meiner Uni und im Umfeld von den erwähnten Leuten weiß ich auch, dass sich da tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren in der Wahrnehmung auch sehr stark wieder was in diese, also dass es da so eine Art Backlash gibt, dass es tatsächlich sehr starke Tendenzen sogar bis in die Geschichtswissenschaft gibt, nicht nur hier von dem Menschen, den ich hier kurz erwähnt habe, sondern auch von jüngeren Historikerinnen und Historikern, die sehr stark diese alten Narrative wieder aufgreifen, die also tatsächlich wieder fragen, also überholt geglaubte Muster, ist nicht das Weströmische Reich tatsächlich untergegangen an Zustand, an Diffusion, an nicht, dass es nicht mehr die Kraft gehabt hat der Integration, und diese Fragen kommen halt wieder, und ich denke, das ist ein eindeutiger Indiz, dass ein Zusammenhang besteht mit den Debatten, die wir heutzutage führen. Es ist kein Zufall, dass in den letzten Jahren immer stärker sozusagen da wieder auf Traditionen zurückgegriffen wird. Quinola hat das Privileg der letzten Frage. Nein, ich verzichte gerne auf meine Frage. Non, je pense qu'on va poursuivre le débat cet après-midi, à table et cet après-midi, parce que c'était passionnant ce matin, et voilà, et je ne pose pas d'autres questions, je les poserai plus tard. Merci à vous trois.